Ihr müsst ihn auch mal respektieren, den Herrn. Ja, genau, ich möchte es. Watch Dogs, kauft die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauft die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja, es kommt, im so lange kann ich hallo und herzlich willkommen, wir rufen jetzt unsere Goffis an. Oh, übelst anbeuten. Na, Lautsprecher, oder? Hab ich schon ja, mach mal Lautsprecher. Also wir rufen jetzt hier so, willkommen beim Feedback übrigens. Wir rufen jetzt hier so ein Mädel an. Ich blende mal die Nachricht ein von ihr. Hat wahrscheinlich wieder eine Nummer geschickt. Die hat bestimmt das jetzt voll nicht erwartet, dass wir anrufen. Vielleicht ist auch 2-3 Wochen her, deswegen erwartet es bestimmt noch weniger. Hm. Oh, das dauert lange. Ich bin auf dem Klo. Ich will ein gutes Zeichen. Müssen wir dann nachher noch was versuchen. Schade. Das ist traurig. Nee, dann sind es einfach die Chance jetzt vorbei für sie. Aber für uns halt auch. Guten Tag. Dachte ich mir. Ich will gar nicht wissen, von wem das Mailbox ist. Ich schreibe Kroppes jetzt mal, dass er rangehen soll. Okay, Kroppes. Im Notfall schicken wir da halt wirklich ein Foto. Ja. Ja. Nein. Ja, Papi, so ein bisschen nebenbei. Ja, hier läuft gerade irgend so ein Land gegen Mexiko. Also irgend so, das spielt rassistisch von dir. Ja, das Land kennt man nicht. Das sind irgendwie schwarze Leute. Während ich sage, es ist rassistisch von dir, reitest du dich noch weiter rein, ey. Ich habe übrigens in die falsche Richtung gescrollt. Mach mal. Ich habe gerade nasal auf meinen Döner gerotzt. Ist das nicht lecker? Ja. Der Robin, der hat auch immer Nasenwasser verloren. Das ist ganz lange her. Das war nach meiner OP. Rutsch noch näher ran. Ich weiß, dass du mich lieb hast. Wie war das? Eigentlich von Lippen in der Düfrum. Ja. Er hat einfach mal lecker in Düfrum reingedatscht, Mann. So. Ich weiß nicht, warum Arsch sagt man mit Zungen eher, weißt du? So. Hey. Wird mal wieder Zeit für ein Feedback, Leute. Robert ist da. Hier, Anna ist da. Groß. Ah, da kannst du gleich hier mal Stellung beziehen. Er sagt nämlich da, der Sven Kröner sagt, Gölsch, kommt mal nach Baden-Württemberg oder Bayern, dann wisst ihr, was bei Bier ist. Ja, dann halt mal dein Maul. So, nächste. Es ist, die Frage ist nicht Bier, weißt du, deinen Scheiß kannst du dir sonst wohin kippen. Fange ich immer gleich an zu reden, wenn ich an Kölsch denke. Oder so. Hast du einen Kölsch getrunken? Nein. Ich hab's getrunken, ich fand's nicht so toll. Ist halt einfach scheiße. Also ist lecker, aber es ist jetzt nicht so leid. Also nee, aber mal ganz ehrlich, das ist echt Meinungssache. Weil mir schmeckt das, ihm schmeckt's nicht. Weißt du, da muss man auch ein Stück mehr tolerant sein. Wie gegenüber den Schwarzen da drin, im Fernseher. Aus Kamerun. Kommt Kamerun. Sag mir bitte, wo das liegt. Stable sagt, Herr Rhodes, das gibt Beef. Ich verbünde mich mit Nomash. Es geht schon wieder los. Wenn er will, dann. Mal eine normale Frage. An mich hat er oder jeder Skater in der Runde. Ich glaube, das sind nicht so viele. Doch, Anna ist mal geskatet. Wann? Ich bin auch schon mal Skateboard gefahren. Guck mal, wie süchtig die ist. Ja. Wie ein Zombie. Bleibt der Dürre mal so stecken. Ja, oder jeder andere Skater. Was hältst du ihr vom Longboarden? Longboarden geschlossen gegen, weil das ist so eine Scheiße. Das machen die Kiddies, die auch Call of Duty spielen. A. Und B, die ganzen Hipster. Mm. Peinlich, einfach peinlich. Ist peinlich. Ist Fremdscham. Für mich ist, ich empfinde da Fremdscham, wenn ich mit Longboard ziehe. Ich denke auch, man wird da ganz schlecht. Ich finde das ja immer so ein bisschen, wenn die Longboard sich holen, ja? Und dann sagen, nur zum Müll fahren. Nur zum Fahren. Aber dann machen die Tricks. Und dann machen die Tricks. Und maulen sich. Dann können sie sich ja gleich. Und unsere Meinung wurde gar nicht von Robin beeinflusst. Uns ist es scheißegal, ob jemand Longboard fährt. So ist es nicht egal. Wir sind genau der gleichen Meinung, weißt du, wie Robin. Immer. Hashtag ist so. So, bist du, seid ihr Hater oder habt ihr keine Meinung? Beides, oder? Hä, hey, warum ist denn? Na, immer noch im Longboard. Wir haben uns die Meinung objektiv gebildet. Wir sehen das so und. So, während ich jetzt esse, ja, kannst du jetzt mal Stellung beziehen. Und ich als Fan von Tim mit Doppel-M, ich vermute, das ist alte 4 Games, ja, ja. Seit 2009 weiß, dass es bereits Videos gab, in denen er zu sehen war. Zudem wohnt er in Hamburg. Der wohnt bei Sanji und so. Keine oder wie die heißen. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas anderes. Und ein Tipp an jeden, der pranken will, ich dachte, ich hätte mega... Kroppes hat geschrieben, Angst davor. Kroppes war in Gera und ist beschäftigt. Warum soll sie denn nur rangehen? Du wirst es nicht bereuen, sag es. Ich schreibe jetzt hin, ist wichtig. Was macht sie? Fragst du mal, was sie macht? Ja. Nein, du musst verantworten. Warte. Egal. Alle 4 Games, er ist immer da, wo die schlechte Technik ist. Ja, scheiße. Ich finde ihn witzig, so wie er es macht. Ich persönlich, seine Meinung, weißt du, die ist mir egal, weil ich spiele selbst eigentlich Shooter fast gar nicht. Aber ich finde es halt
witzig, wie er das, ich finde das halt, für mich ist das Unterhaltung, das wird er nicht so toll finden, aber ich finde das halt gut. Ist gerade bei WhatsApp online? Ich finde die Videos halt gut, weil sie eine Unterhaltung für mich bieten, wie er die Witze macht. Oh, Krautbass, was ist denn los? Wir rufen jetzt das Mädel an. Geht bestimmt dran. Das ist auf jeden Fall online. Oh Mann, das wäre jetzt übelst doof, das hier zu spoilern, weißt du? Dann ist die Reaktion nicht so toll. Aber was können wir denn... wir hatten hier Erfahrungen mit creepy sein im Internet, Mann. Was gibt's? Hallo? Hi. Wer ist denn da? Franziska. Franzi. Weißt du, wer hier ist, Franziska? Oh nein, aus der HVTV. Oh, ja. Oh nein, so ein Scheiß. Was machst du denn in Gera? Was ich das mache? Was machst du in Gera? Hä, Anna sagt, du bist in Gera. Hat sie bei WhatsApp geschrieben. Ist so. Ja, du hast mit Anna geschrieben. Bist du nicht... Ach so, okay. Du bist nicht... Weißt du nicht, dass ich geschrieben habe? Hey, du hast Annas persönliche Handynummer. Freu dich. Ja, jetzt... was... Ja. Was machst du denn in Gera? Ich habe keine Ahnung, es muss irgendwie falsch sein. Hey, wo bist du denn gerade? Ich bin gerade in Lüneburg. Was machst du da? Oh, cool. Nee. Ich komme gerade von der Arbeit. Ich bin gerade in der Sparkasse. Ah, von der Lüneburg. Arbeit. Was arbeitest du denn? Genau. Das ist Praktikum. Ich mache Praktikum im Blumenladen und bin in der Schule. Aber da bist du ja auch schon mal ein Stück weit älter als der Standard-YouTube-Zuschauer, oder? Ja, ich werde nächstes Jahr 18. Gucke an. Warte, ich möchte mal kurz der Kamera zeigen, wie der Herr Rodes hier zittert. Der Herr Rodes zittert immer. Das liegt vielleicht daran, dass ich... Der ist aufgeregt. Das Gewicht. Nee, hey, schön, Franziska. Das ist echt toll. Es hat jetzt 2-3 Wochen gedauert nach deiner Nachricht, aber jetzt machen wir endlich mal wieder Feedback. Und jetzt rufen wir dich an und das ist ganz schön. Aber das freut mich, weil dann kann ich bald wieder was angucken. Richtig gut. Wir machen auch gerade ein Video, Max Payne. Okay. Für den Hauptkanal. Sag mir, ich soll ein Tittenbild schicken. Was, Robin? Ein Tittenbild soll sie schicken. Alter, das hat Robert gesagt. Wir haben ja einen Primitiven in der Runde. Nee, ich finde das sehr schön. Kann ich nur immer wieder betonen, dass wir nicht so... Scheiße, es klingt immer so scheiße, aber dass wir nicht so viele 13- und 14-Jährige haben, weißt du? Das klingt übelst diskriminierend. Ja. Nein, das ist ja nur, dass wir halt schon irgendwie einen höheren Anspruch haben. Du und Anspruch. Das ist ja gleichzeitig ein Kompliment für die 13- und 14-Jährigen, die uns zugucken. Weil das heißt, die haben nämlich auch dann einen höheren Anspruch. Ja. So, und das ist cool. Ja, ich kann es nur noch mal betonen, Nostradamus macht die besten YouTube-Videos. Auf jeden Fall. In welchem Raum der Welt oder deutschlandweit? Überall. Das ist gut. Okay. Willst du noch jemanden grüßen? Ja, grüß mal. Willst du noch jemanden grüßen, ja? Grüßen? Ja. Ich grüße euch alle, die dieses Video sich angucken werden und ich grüße auf jeden Fall die geilen Leute von Nostradamus, also euch alle. Auf jeden Fall. Coole Sache. Ich habe mich gegrüßt. Ja, danke. Gruß zurück. Coole Sache. Ja, und sonst so... Nee, du kannst ja jetzt mit Anna schreiben und ganz viele Nettigkeiten austauschen und so, ja? Wir machen jetzt mal das Video fertig. Weil wir müssen ja noch Fragen beantworten. Ich würde gerade sagen, mach das mal. Ich halte eure Zuschauer nicht. Ich mach die jetzt mal nie, aber. Machen wir auch nicht. Haben wir auch nicht vor. Okay, es war sehr schön. Dann haust du fett rein, ne? Ich stehe da eigentlich. Man sieht sich oder so. Kommst du vielleicht zur Gamescom oder ist das nicht so deins? Gamescom komme ich leider nicht dieses Jahr, weil Geldmangel. Ah, das ist schade. Ansonsten war es geplant. Mit meiner Familie, aber die kommen auf jeden Fall hin. Ja, vielleicht sieht man sich ja sonst mal irgendwie, ne? Gut, na dann. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Siehst du von alleine. Alter, warum ich zitter? Ich muss übelst aufs Klo. Oh, dann machen wir jetzt ein Foto für sie ohne den Herr Rodes. Ja. Sie wird ja dann im Video sehen, warum der Herr Rodes nicht mit drauf ist. Kriege ich zumindest euch hier irgendwie mit drauf? Das war doch gut, oder? Ja. Schreib mir, Herr Rodes ist auf dem Klo. Jetzt hast du schon fertig gegessen. Oh. Tittenbild. Ach,
Ach, war gerade beschäftigt, war Gera beschäftigt. Ah, okay. War Gera. Komm mal. Und sie hat geschrieben, ihr seid mega. Ja. Sind wir halt auch. Jetzt sag mal hier auf Fragen, los komme ich für irgendwas antworten. Der nächste sagt schon wieder eine Telefonnummer, Alter. Das letzte Mal, dass ich hier am Anruf bettle. Ihr könnt einen Fan in Klammern fast ersten Stunde doch nicht einfach so ignorieren. Dann seine Telefonnummer. Und es handelt sich hierbei nicht um eine Fake-Nummer. Ich schwöre auf meine 3 männlichen Brusthaare. Das ist doch eine schöne Nummer. Ja, und dann willst du die auch noch anrufen. Sag mal. Naja, Piep. Hallo? Mega Nova 1994. Ah, ja, wer ist denn da? Das letzte Mal, dass du um... Oh, man versteht dich aber ganz schlecht, ey. Du hast auf jeden Fall erfolgreich gebettelt, dass wir dich anrufen. Wir haben gerade eben schon so ein Mädel angerufen. Und deswegen fällt das jetzt mal kürzer aus. Man versteht dich halt auch echt gerade nicht so gut. Hast du eine übelst tiefe Message, die du den Leuten mitgeben willst oder so? Wo kommst du her? Ja, woher? Aus dem Wald. Wir haben echt Probleme, dich zu verstehen. Eine Mischung aus... Wie bitte? Alles klar. Ah, so wie der Amadeus. Oder hast du schon? Ja, ja. Das freut mich sehr. Boah. Ja, Alter, es sind echt gerade schmerzhafte Geräusche, die ankommen. Es tut mir echt leid. Aber. Okay. Aber der hat jetzt auch meine Nummer, ist das nicht toll? Du bist jetzt auch im Video übrigens, gell? Ja. Jo. Ja, danke schön. Man schreibt sich oder sieht sich in den Kommentaren und so, ne? Ja. Jo, ciao. Ja, ciao. Tschüss. Mhm. Ich bin halt voll fleißig dabei, meine Telefonnummer zu verteilen. Mhm. Haben wir jetzt auch wieder nicht rausgemacht. Ja, gut. Ja, gut. Ist egal. Ich wollte gerade sagen. Das war nicht echt. Ja, die steht eh alle auf mich. Das ist ganz gut so. Jo, Leute, das war's. Wir haben euch nicht mehr lieb. Deswegen sind wir jetzt nur noch zu zweit, weil ihr uns nicht mehr wert seid. Ja, die anderen fanden euch einfach scheiße. Ja, ist voll langweilig. Wir haben scheiß Fans. Die Gruppe ist abartig. Nee, wir haben ja jetzt länger nicht ein Feedback gemacht. Da habt ihr bestimmt Verständnis, dass es ein bisschen gechillt ist hier und so. Und Magin Sandman sagt, der Kollege will Robins Barthaare haben, um sie sich dann an den Sack zu kleben. Oder was? Was für Fetische ihr alle habt. Herr Rhodes hat MCM oral befriedigt und dafür waren die 2 Euro. Das mit den Genen. Der ist bestimmt kacken, sonst dauert es ein bisschen. Der war doch zu Hause erst. Nee, der sitzt bestimmt drin und schreit die ganze Zeit, geht von der Tür weg. Der war zu Hause erst. Ja, der guckt sich die Feedbacks auch nie an. Das ist ganz gut so. So, bei das mir. Das kann doch gar nicht ab. Das mit den Genen von mir war von dem Kollegen ist witzig. Bei mir war irgendwie nur Müll dabei. Kein Mitleid. Verstehe ich gerade nicht. Irgendwas mit Ossi-Emotionen, deswegen ich erhebe meinen Typen um dich. Und Alter. Ihr Alltag ist mir so ziemlich alles im Alltag. Achso, wir haben letzte Runde gefragt, was den Leuten so im Alltag unangenehm ist oder peinlich, ja. Weil wir das nicht so ganz unsere Gehirnwindungen drumherum wickeln konnten. Und er hat gesagt, im Alltag ist mir so ziemlich alles unangenehm, / peinlich. Deshalb war ich früher auch Punk. Sehr gut. Die Logik dahinter verstehe ich nicht. Das ist gut, das ist sehr dann, gut. Dann quasi für sich selbst so die Schocktherapie, weißt du? Ah ja. Wenn ihm normales Verhalten peinlich ist, dann gleich übelst es mega. Ich will jetzt nicht alle Punks als Assis abstempeln oder so. Jetzt haben wir noch einen Kroppes angerufen. Ja, echt? Aber das, der war immer direkt vor meine Fresse. Der war aus Bayern. Ich wollte es wegstellen, hast du wieder geholt. Warum? Weil du da jetzt irgendwie... willst du da jetzt auch was haben oder was? Das für mich nicht in Versuchung. Bist du da geil oder was? Nee, weg. Robert, das ist bestimmt bei dir auch so. Er sagt, heute hilft im Kampftraining. Hilft dir das auch, ja? Ah nee, Krafttraining, noch besser. Über dein verloren gegangenes Selbstwertgefühl hinweg. Auffallen. Achso, er sagt, auffallen, um unterzutauchen, muss man nicht verstehen. Habe diesmal bis zum Ende gewartet mit Abschicken, damit ihr nicht wieder 12 und 30 Posts mache. Ich habe mich verlesen. Entspanntes Feedback, haut da rein. Hm? Was ist mit dir mit Krafttraining? Ich hab mit Absicht niemanden angeguckt. Ich mache alle meinen Robot. Ja, Anna hat nämlich übelste Muskeln.
Ja, ja. Guck ruhig. Ihr habt nicht in den Döner reingerotzt oder so ein. Zur Seite gehen? Ja, kannst du dir das Feedback angucken. Kriegst dein Kreuz da nicht zwischen uns, gell? Weil dann hab ich's ja nicht schon gegessen. Ist schon heftig. Sieht aus wie Papa, ja? So. Noob Tari sagt, seid ihr mir böse, dass ich im letzten Osterer Feedback keine Frage gestellt habe? Nein. Nein, vor allem. Ja. Jetzt hat er ja eine Frage gestellt, also hat er eine Frage gestellt. Oder sie. Eieiei. Aber im letzten nicht. Phantom Zero. Zu der Frage, ob Biologie auf Physik basiert, die ganzen Naturwissenschaften sind scheiße. Sehr gut, besonders in der Schule. Überschneiden sich in meinen Augen gegenseitig mehr oder weniger. Ich muss mal scheiße, scheiße. Deswegen auch der Überbegriff Naturwissenschaft. Und das heißt Fasching, nicht Karneval. Fasching hatten wir das letzte Mal irgendwie so ein Beef. Bezüglich der einen Person vor mir, die behauptete, in BW Baden-Württemberg gäbe es kein gutes Bier. Nein. Alter, ich muss ja mal mein Telefon entspannen, es geht noch schlechter als sonst. Kam da nicht dieser eine Fan her aus Baden-Württemberg? Ach, Noah? Das weiß ich nicht. Ich möchte mal eins kurz demonstrieren, ja? Ja, das ist Robin sein Handy. Das ist einfach nicht sein Ernst. Doch, zeig mal die Rückseite, das ist nämlich Panzertape. Panzertape, ja. Die Sache ist, ich habe schon mal gesagt, das Ding hat einen Vorteil. Wenn du überfallen wirst, kannst du es einwandfrei zum Schlagen benutzen, so, ja. Ich meine, meint es auch nicht viel besser hier, gell? Ein bisschen splittertechnisch unterwegs. Aber ich habe das nämlich gemacht, aber es hat kein Nokia. Und deswegen ist das halt am Kopf zersplittert. So, es ging jetzt hier ums Thema Bier, habe ich richtig verstanden. Ja, was ist trotzdem nicht sein Ernst. Von wem kam jetzt das Ding? Irgend so ein Typ. Ich guck gleich mal. Achso, Phantom Zero. Phantom Zero. Okay. Was war jetzt die Aussage? Ich hab nicht ganz zugehört. Naja, in Baden-Württemberg gibt es kein tolles Bier. Nein? Nein? So, damit ich auch mal eine kleine, nicht besondere Frage gestellt habe. Die AfD versucht nun, je nach Datum des Feedbacks, versuchte, SCS auch schon, do it, Alter. Das ist so hässlich. Ins Europaparlament einzuziehen. Wie steht ihr dazu? So. Hat sie gemacht. Hat sie gemacht. Gar nicht so schlecht war es. Ne? AfD tut ganz schön viele Schwänze, aber ja, hat sie geschafft. Ich finde das cool. Also haben wir einen Schaffen drauf. Weil umso mehr unterschiedliche Parteien in dem scheiß Europaparlament, ja, umso mehr wird dieser ganze Scheiß gelähmt, einfach nur durch sich selbst, weil immer mehr Leute reden müssen, ja. Und umso weniger Scheiße haben wir dann im Endeffekt zu, ich bin auch ein wenig eurokritisch eingestellt, falls das durchkommt. Nee, ich find's gut, Hauptsache viele Parteien drin und dann wird das Ganze ein bisschen. Dann kommen die erst recht nicht zu Potte bis zu irgendwas. Ja, eben. Und umso weniger Scheiße wird fabriziert. Das ist natürlich ein Argument. Wenn sie zu nichts kommen, kommen sie auch zu nichts Schlechtem. Genau. Ja, aber und was Gutes gibt's eh nicht. Naja, Europa ist ja nicht dafür da, um Scheiße zu sein. Ich meine, ist ja nicht böse, das müsst ihr wissen. Ja, toll. Es kommt aber immer mehr Scheiße von denen. Sorry, ist so. Ja, aber man muss aber doch meine Partei ist ja auch da. Eben. Die Partei ist ein Sitz vertreten, ja. Und ich finde, die sind ziemlich clever mit dem, was sie tun. Ja. Mit dem Geld? Mit dem Geld. Es ist einfach nur genial. Sie zeigen auf, dass es eigentlich Quatsch ist, was da für Gelder in Leute gesteckt werden. Genau. Die im Endeffekt auch nur von der Industrie gekauft sind, von der Wirtschaft. Die Gelder? Nein. Die Politiker? Die Leute. Die kaufen alle Geld. Die kaufen alle Geld mit Geld. Mit weniger praktisch. Also mit mehr. Geld kaufen. Ich hab sogar Döner auf dem Schuhen von auf dem Fall. Hast du das überall hingekriegt? Ja, wenn ihr es wüsstet, ist das sogar was auf dem Schuh. Naja, also der stand hinten. Ja. Du hast es aber überall hingekriegt. Das ist ein Spaß, ey. Lest euch recht mal durch. Werbung. Fleischwerbung. Hä? Hey, wie geschlichen. Du musst es irgendwie so durchspinnen. Lies doch mal vor. Jetzt auf. Ich schleiche. Ist es okay, wenn ich hier mit zwei YouTube-Accounts Fragen stelle? Mutter. Ih, das geht immer dran. Lutscher? Ja. Nicht, dass er hier irgendwelche. Hier, das weiß bestimmt Seiten wie. Höre gerade Mono für alle. Langweiliges Leben. Das ist ein B. Hochgeladen. Das von stimmt. BRD Bullen Akku fast leer. Der hält trotzdem noch 5 Stunden. Bullenstart. Ja. Hochgeladen von BRD Bullenstart. Scheiße. Aber Robin, gib dir den Shit mal. Ach so, ja, habe ich mir direkt angehört an dem Tag. Der hat mir. Der ist wirklich dope. Manisch. Manisch. Grüße aus Baden-Württemberg. Oh, muss mal ein bisschen länger reinhören. By the way, ist ein Mix von einem Album. Ich bekomme das Original leider nirgendwo. Ja, mein Finger ist so angeschmandet mit Soße. Ich will das jetzt abwischen. Was? Der Grob ist von gerade eben aus Bayern. Ja. Hat geschrieben: Alter, das kotzt mich gerade richtig an mit der Verbindung. Könnt ihr in 10 Minuten nochmal anrufen? Werd schnell die Location wechseln.
Sag ich jetzt mal ja? Von mir aus, ja. Alter, wir können Feedback nicht die ganze Zeit. Ja, dann ist das jetzt mal ausnahmsweise das Feedback der angerufenen Persönlichkeiten. Eure Nummern in die Kommentare rein, gell? Weil solange kann ich mir die Hände mal irgendwie irgendwo abschnüren. Beispiel deiner hässlichen Krawatte. Danke. Das ist meine. Die ist vom Herodes. Achso. Aber die mag ich nicht. Dann hatte ich das Recht verdient. Ja, die 10 Minuten sind ja schon um, oder schreibt ich das? Ich bin so traurig. Grade. Ist gerade angekommen. Ach so. Na, obwohl, bei der scheiß Verbindung, wie willst du, wie was, wie. Ah, oh, Alter. Oh nein, nein, googeln. Wir machen kurze Pause, ich muss mir die Hände ab. Wo waren wir denn? Ach du Scheiße. Du ich sag's doch. Das kann ich dem antun. Das hat, da oben hat man schon. Das kann eigentlich nur scroll er. Nach unten. Ist, so. Ist es okay? Das hatten wir schon. Achso, okay, okay. Andere Richtung. Du machst die alten. Oh Mann, ey. Das oh, ist, was ist denn angerufen. Das? Nachladen. Haller 4. Ja, hallo. Manus, nee, da hatten wir schon. Haller 4. Hallo? Haller 4. Alafier was? Der. Mein Stuhl ist toll, Ausrufezeichen, sagt Alafier. Alafier. Ich zeichne gern auf ihm, nur manchmal fällt er eben um, wenn sich jemand mit Schwung hineinsetzt. Okay. Ich bin vor einem 118 geworden und ich glaube, ich schaue Videos seit ich 14... Du brauchst ein neues Telefon. 14 bin. 14, 15 bin. Aha. Das sage ich jetzt nicht, um cool zu sein. Ja, Hipster. Hör mal zu. Vielleicht ein bisschen, aber ich würde rückblickend sagen, dass ihr damit meine Erziehung bzw. Entwicklung beeinflusst habt. Und mit, das in einem positiven Sinn. Mit 14, 15 habe ich angefangen, bei Titi zu kommen. Und ich habe dann echt, irgendwann sind sie schlecht geworden. Das heißt, da muss ich auch mal ein Video drüber machen. Da kann ich jetzt hier nicht meinen ganzen Inhalt schon verblasen, aber... Du musst es zweierlei sehen, ja. Sind Waititi schlechter geworden? Ja, sind sie vielleicht auch. Aber ist es vielleicht auch so, dass du einfach älter geworden bist und nicht mehr hab diesen Frage gestellt? Ich muss sagen, ich habe mir mal gesagt, die sind schlechter. Ich habe mir ein Hast du gerade eben gesagt, Waititi ist schlechter geworden. Sind sie ja, aber es lag auch daran, dass ich älter geworden bin, weil ich habe mal ein Video, das ich damals gut fand, angeguckt und das finde ich jetzt nicht mehr lustig. Naja, genau, das meine ich nämlich. Nicht mehr das so ist lustig. Nämlich die Hälfte der Medaille nur, oder so. Ja, wow, interessant. Das hat es voll gebracht. So, nächste Frage. So, Alafier fragt ebenfalls, darf man Herodes auch außerhalb der Gamescom das Ohr zur Begrüßung anlecken, ohne selbst als sexuell Belästigter geoutet zu werden, wenn man euch mal zum Beispiel auf der Straße erspäht? Das ist ja nicht Gamescom. August 23. Oh, anlecken, okay. Ja, trotzdem sexuelle Belästigung. Ja, ist das dann, ne? Der Chalafir, der wohnt nämlich auch in Weimar, gibt sich aber nicht zu erkennen, der Typ. So ein Arsch. Und wenn er jetzt so um die 18 ist, wir haben dich bestimmt schon gesehen. Vielleicht geh mal einer von uns. Geh mal. Vielleicht ist es Fridolin. Ich bin nicht Chalafir. Sie auch nicht, du auch nicht. Das Robert ist es. Ja, 23. Nee, 22, tut mir leid. Na, jemand, der auf Herodes steht. Ja, offensichtlich. Bist du eine Frau? Bestimmt die Eule da. Oh, Herodes hat heute so eine Siebtklässlerin klar gemacht, ey. Ja. Er hat sich so übelst lastiv an so eine Ich hab mich so lastiv an so eine Ampel gelehnt. So eine Laterne. Und plötzlich war die neben mir auch an der Laterne. Ich dachte so, boah, Flash, Alter, Flash. Und ich hab und dann hat sich das Ohr gelegt, oder was? Nee. Du sagst, zack, nicht so, YOLO, gehst du drauf. Ja, spiel mit meiner Pistole rum. Ey, ich habe natürlich instinktiv die Initiative ergriffen, hat gesagt, oh, die Frau hat bestimmt Angst vor Pistolen. Da hat sie gesagt, nein, ich gucke Krimis, ich habe keine Angst vor Pistolen. Ja. Da hab ich gesagt, ja, du musst dich aber im Notfall, musst du wissen, wie man sich verteidigt, wenn eine Pistole auf einen gerichtet wird. Hat er gesagt, in die Eier treten und hahaha, hihihi. Haben wir viel Spaß, gehabt, viel gelacht und dann ging es irgendwie darum, was hab ich da noch, irgendwie, oder war die Straße war da noch aufgeschnitten. Und er kann auf jeden Fall sehr dynamische Geschichten erzählen. Dann kam die Johanniter-Moment. Fakt ist, der hat auf jeden Fall ein nettes Gespräch mit dem Mädel gehabt, aber die war dann Siebtklässlerin, aber das ist ja nicht so, dass du irgendwie die ganze Zeit mit ihr geredet hast. Nee, gar nicht. Aber das ist gar nicht essentiell, Leute. Das ist wichtig, dass man auch mal sozial sich mit Leuten abgibt, die man nicht kennt und mit denen man einfach nett über, weiß ich nicht, Krimis oder Waffen redet. Das war sehr schön. So, das ist ja de facto nichts Schlechtes, oder? Was meint ihr? Du guckst, der hat kein Game of Thrones. Robert, du auch nicht? Doch. Also die neue. Bist du up to date? Also das neue noch nicht, ne. Also die aktuelle, Alter, die vierte Staffel noch nicht, oder wie? Richtig. Weil jetzt die anderen kenne ich ja alle. Dann kommt nämlich hier ein übelster Spoiler, dann sag ich das halt nicht. Vor allem. Der markiert das auch ganz dick. Er sagt nur, dass die dritte Folge das Beste ist und danach kommt ein Spoiler. Ich darf jetzt echt nichts sagen zu dir, Anna. Aber wieso das. Zu mir? Was? Wieso zu mir? Naja, du weißt es ja. Ach so, Game of Thrones. Die Sache, die du hast kommen sehen, ich aber nicht. Ja? Ah, ja. So.
wo ich nicht gedacht hätte, dass es passiert. Mm. Das sagt er, ist ganz toll und deswegen ist die Folge am besten. Man muss übrigens mal drauf achten. Deswegen ist die Folge am besten? Für jeden, ja. Deswegen ist die gesamte Serie einfach scheiße. Da drüben steht nein, dann doch. Meinst du, glaube ich, das Falsche. Nein, aber das habe ich kommen sehen. Ach so, das, was du weil du es kommen sehen hast. Da ja, drüben steht ein Fernseher, extra aufgebaut, deswegen werden ein Typ guckt zu. Nee, ich habe ja die beiden da. Nee, gut, ich jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja. Nee. Nein, nein. Also, Public Viewing. Ich fand mit dem Speichel und dann wurde es anders farbig. Um den anderen, weißt du, man kann es auch. Weißt du, was ich meine? Mit dem Speichel. Naja, ich will jetzt hier ja, keinen Spoiler. Okay, nee, dann weißt du, was du meinst. Das, ja, war schön. Ich fand die Folge auch gut. Man kann es halt nicht offen drüber reden. Die vorletzte Folge, The Mountain and the Viper, oder wie es hieß, auch Top-Folge. Aber da war schon wieder im Vorfeld, weißt du, ich hab die Folge noch nicht gesehen. Ja. Und das ja. ist so dumm. Ich kritisiere das ja jetzt auch nicht. Das kann ich ja jetzt wieder allgemein sagen. Ja, bitte. Wenn du vorher, also, ja, du siehst eine Folge noch nicht, aber das ganze Internet hat es gefühlt schon gesehen. Und alle sagen so, oh, habt ihr das gesehen, habt ihr das gesehen? Und du musst übelst dem Spoilern ausweichen, ja. Das ist so hässlich. Und ich weiß noch, als ich Assassin's Creed 4 gerade gespielt hatte, diese eine, diese Ene, die mich da irgendwie, die auch mal uns besuchen wollte, diese Karaturita, Taritatu, nee, die nicht. Die andere. Oh, nee, sogar die war mir hier die mit ihrer Dings, Hello Kitty-Kamera. Aranori. Arakuranika. Kitamura. Genau. Oh, schade, dass du gestorben bist. Nicht so, ne? Assassin's Creed wegschmeißen. Toll, echt. Scheißspiel. Ja, aber das ist echt. Ja jetzt wirklich nicht so storylastig. Das ist, also, ja, aber trotzdem willst du das was selber ausführen. Ja, okay. Also, ich finde Assassin's Creed 4 fand ich nicht so. Also, an sich war es geil, aber es war, finde ich, viel zu kurz. Zu kurz, ich hab's bis heute nicht durch, ey. Ich hab echt. Gut, ich bin jetzt nicht auf jeden Grund getaucht. Ja, nee, das ist es nämlich. Ich hab die Story gar nicht gemacht und bin auf jede scheiß Insel und hab die Truhen gesammelt und alles, weil irgendwie hat's mich total. Ja, hab ich auch gemacht, so teilweise, aber halt nicht alles. Ja. Auch ich hab nicht alle diese Dinger gesammelt und hab dann einfach ab und zu mal eine Story-Dings gemacht. Ja. Und irgendwann ist mir aufgefallen, ich bin mit der Story durch. Ich weiß gar nicht, wie weit ich bin, aber ja, durch. Die Kamera sagt irgendwas. Ja, das sagt sie die ganze Zeit, weil sie dein Gesicht erkennt oder so. Dein Gesicht ist nämlich orange. Ja, du bist orange. Siehst du warum? Das? Weil ich erkenne der Frau. Eine statistische Das ist eine hässliche Kamera. Die filtert die Frauen raus. Das wird bestimmt nee, rausretuschiert. Die filtert hässliche Sachen raus. Der Robert hat schon Anna. Recht. So. Ich noch auf jeden Fall ist das voll dumm, weil selbst wenn du weißt, es passiert irgendwas Krasses, gehst du dann ganz anders an die Folge ran. Mhm. Weißt du, denkst du, oh, in Staffel so und so und Folge das passiert irgendwas Krasses. Und dann haben wir beide nämlich die Folge geguckt, The Mountain and the Viper. Und dann denkt mir die ganze Zeit so, oh, wann passiert denn was? Wann passiert denn was? Und das ist ja auch schon ein bisschen doof. Aber das machst du gerade mit den Leuten, die jetzt noch gucken wollen. Das stimmt. Also ich wurde ja kürzlich auch ganz fies gespoilert wegen dieser Serie. Weil ich eine Freundin habe, die hat die Bücher wohl gelesen und hat halt überhaupt gar keine Ahnung, wie weit das so, so im Ferien, was da schon gedreht ist und was nicht. Und hat mich halt so ein bisschen gefragt, was ich weiß und was ich nicht weiß und hat mich dann übelst gespoilert, weil sie meinte, ich müsste das eigentlich wissen und das war echt scheiße. Wer war das? Ina. Ich war auch sauer, ich habe von da an mir die Ohren zugehalten, habe geschrien und dann musste sie mir ja Trinkgeld von den nächsten 2 Monaten versprechen, damit sie die Klappe hält. Das hat sie gemacht. War dann in Ruhe. Ich war echt sauer, es ist so scheiße. Damit sie die Klappe hält, muss sie dir Geld versprechen. Damit sie mich nicht weiter spoilert. Ich habe gesagt, wenn du mich nochmal spoilerst, dann gibst du mir dein Trinkgeld von den nächsten 2 Monaten. Ich sagte, ja, okay. Das ist halt eine Menge Kohle so. Okay. Ich dachte, mir ist egal. Alter, hat jemand den Trailer zu Dumm und Dümmer 2 gesehen? Nee. Du auch nicht? Mhm. So hart, ey. So aber Dumm und Dümmer 1 hast du gesehen, oder? Auch nicht, mit Jim Carrey und dem anderen Typen hier, Jeff irgendwas. Du meinst, das ist ziemlich dumm, oder was? Ja, aber weißt du, der erste Film war halt noch irgendwie lustig und jetzt ist das so... Oh, du hast den noch gesehen, oder? Habe ich dich nicht gezwungen, den mal zu gucken? Geh mal bitte weiter im Text. Bist du gezwungen? Ja, genau. Ach, hier. Mann, die Domina sagt, oh Mann, ich weiß das eigentlich ganz genau, wie, genau mit wie und als. Ach so, da hat sie als und wie verwechselt, ja. Aber ist leider genauso wie dieses Schwul und Behindert, so vertieft im so vertieft im Sprachgebrauch irgendwie. Was ich sagen wollte, ich hab Domina berichtet das letzte Mal mit als und wie. Ja, eine Minute schnell. Später hat dann Heinrich denselben Fehler gemacht. Ich merke das halt sofort und dann denke ich immer so ein Trottel. Es ist eigentlich, ja, ist doof, aber man. Das Geilste ist eigentlich, wenn du das hörst in so gescripteten Reality-Shows. Ja. Das ist so krass, wenn du es hörst und denkst einfach nur, vielleicht ist es ja Absicht. Ja, aber ich sehe Fehler im Skript. Ja, entweder das oder. Ja, weiß ich nicht. Und Lipetz. Das ist wie wenn du. Ja, dazu denkst du, wenn du das hörst, denkst du schon, das ist bei dir falsch. Lipetz sagt dazu übrigens, solange das einzigste Problem ist, und ich weiß nicht, ob er das mit Absicht macht, das einzigste.
Ja, mein Schreibstil ist ja sonst... Das merke ich auch sofort. Troffel, lol. Ja, und das Einzigste ist auf jeden Fall deeper drin als das mit dem Alt und Wie. Das kann ich irgendwie nicht so nachvollziehen. Aber egal. Gummibar 772 sagte, bin ich echt der zweite Abonnent auf deinem privaten Kanal? Das ist mir selbst nicht bewusst. Und wenn Abi wirklich was über die Intelligenz aussagen würde... Aha. Dann muss Anna unheimlich wohl sein. Hätte ich echt Angst um die Zukunft der Menschen, wenn ich mir meine Mitschüler so anschaue. Und zum Thema, ob Atome zu Physik oder Chemie gehören, sie gehören zu beiden Wissenschaften. Ja, was wollte ich zu Abi sagen? Ach so, ja, du hast ja jetzt dein Abi gemacht. Ja. Weiß den Schnitt aber noch nicht. Genau, fahre ich Montag. Weißt du, kannst du dann hier so eine Anmerkung drüber machen, wie es geworden ist? Weil wenn du es hochlädst, ist ja dann quasi ein Montag gewesen. Kann ich machen. Und ich habe Mittwoch habe ich Prüfungsergebnisse bei mir bekommen. Ach so, ja, aber nicht Abi. Robert hat ja schon längst. Wir sind ja hier, wir sind ja alte Eisen. Aber halt Ausbildung. Ja. Ja. Und wie kriegst du Mittwoch? Nee, hab ich schon. Ach, hast du mit und läuft gut, oder? Läuft gut, also. Läuft bei dir. Von 100 Punkten hab ich in dem einen 92, im anderen 90, im anderen 82. Das ist solide. Und in Prozenten wäre 95 dann 15 Punkte gewesen. Na, quasi, weil das also eine 1 kriegst du bei 92 Punkten. Ja. Also hab ich in dem einen eine 1, im anderen 3 eine 2. Ja. Und jetzt hab ich noch mündliche, und wenn ich in der mündlichen richtig rapper, ja, dann könnte ich noch eine 1 schaffen, aber ich bin pessimistisch. Sehr gut. Muss. Ja. Ich habe mir jetzt viel in der mündlichen so 93 genommen, dass ich praktisch noch über 90 komme, auch wenn das immer noch ein 2 ist, aber so eigener Anspruch, keine Ahnung. Ja, ich bin voll der Streber. Übelst der Streber, gerade früher in der Schule warst du in der Streber. Aber dazu Querverweis zum Schulgeschichtenvideo, da kommt demnächst mal Teil 2. Sorry, hat ein bisschen gedauert, aber der Sebastian hat mir nämlich die Fotos noch nicht geschickt und er ist gerade in Dresden. Ach, du auf. Das oh, weißt den auch? Gummibar 72. Anna beschütze mich von dem starken Typen mit dem Bizeps. Und ich auch. Du hast keinen Bizeps? Mit dem großen Bizeps. Achso. Gummibar 72 sagt außerdem. Und ich sehe es ähnlich wie Urban. Gene und soziales Umfeld machen uns zu jeweils circa der Hälfte aus, wer wir sind. Hatten wir letztes Mal ganz großes Thema, ganz spannend. Oh. Sie lost das immer, die kotzen so an. So, Kameratyp, den sehe ich so oft zur Zeit kommentieren über alle möglichen Videos, also die auch nicht, nicht verschieden. So. Er sagt, frag mich, hast du die Metal Gear Solid Demo gespielt? Nein, habe ich nicht. Ich habe sie jetzt schon circa 10-mal durchgespielt. Was? Richtig. Und fast so viel Spielzeit drin wie in Metal Gear Solid 3. Was hältst du eigentlich von... Alter. Diesen Reviews wie die von Angry Joe, in der er sagt, best stealth game ever, only 2 hours long, 5 von 10. Du hattest ja schon auch mal auf Twitter geschrieben, dass du Shadow of the Colossus auch nicht viel langsamer durchgespielt hast. Und ich habe ja auch noch Journey genannt. Hitler, mal deine Meinung, Big Boss aus. Ja, geiler Typ. Ich habe das Spiel nicht gespielt, deswegen will ich mich da nicht so tief reinhängen. Ich will das dann erst spielen, wenn Metal Gear Solid 4, The Phantom, 5, The Phantom Pain auch draußen ist. Ich will mich da gar nicht erst hypen. Ja, willst du noch anrufen? Was der Feedback ist 18. Für dieses Video wurden die Kommentare deaktiviert? Nee, eigentlich nicht. Das muss ein Fehler sein. So, und er sagt außerdem noch, ach so, ich empfehle dir noch den Anime Hunter x Hunter oder Hunter x Hunter oder Ten oder was weiß ich. Fantastisch geschrieben. Sehr intelligent, tolle Kämpfe und extrem gut charakterisierte und einzigartige Figuren. Und am allerwichtigsten, keine Klischees und kein Bullshit. Eins der besten Dinge der letzten 16 Jahre. Ja, Anna, wir wollen ja als nächstes vielleicht mal wieder einen Anime gucken. Ja. Zurzeit gucken wir It's Always Sunny Philadelphia. Ich finde ja übelst geil, die Serie. Anna auch, aber sie gibt es nicht so zu. Ich mag das nämlich, wenn es so richtig durcher Humor ist. Ja? Einfach so total dumm und durch. Erzähl mal was. Ja, die vierte Folge ist gleich eine meiner Lieblingsfolgen bis jetzt. Da hat Charlie hat Krebs, aber halt nicht wirklich Krebs. Dann wollen sie ihm halt eine Frau klar machen, um wieder ihn hoch zu pushen. Dann kommt aber raus, dass Charlie das geplant hat, weil er wusste, dass sein Freund dann zu der geht, die er schon lange im Auge hat. Und währenddessen, der dritte im Bunde verliebt sich halt in Transvestiten und der hat halt einen Penis, ist aber eine Frau. Und das sind halt so absurde Situationen. Und dann kommt er halt nach Hause, also sein Kumpel wiederum, und er sitzt mit dem Transvestiten, also mit der oder die, keine Ahnung, ja, sitzt er auf der Couch und sie hat halt so einen Football in der Hand und er guckt halt so von wegen, er weiß genau, das ist jetzt nicht so angenehm, ist jetzt nicht so cool. Und dann steht sie halt auf und hat dieses Penis-Ding da und es ist halt voll die awkward Situation, ja. Und das ist halt einfach alles nur so durch und das gefällt mir sehr gut. Und die Subgeschichte ist irgendwie, dass seine Ex ihn verlassen hat, weil sie ihn erschreckt hat.
Und dann hat er ihr ins Gesicht geboxt. Ja. Und das ist halt schon wieder so dumm. Und das passiert natürlich dann mit dem Transvestiten auch. Ja. Sie erschreckt ihn, er boxt ihn, oder S, also sorry, ja. Er boxt S um. Und dann, total dumm, dann sind da zwei Männer und sagen, ey, der hat die Frau gerade umgeboxt. Dann sagt er, nee, ist okay, er ist ein Mann. Und dann sagen die so, ey, das ist ein Hate Crime, ja. So, und dann verfolgen die ihn, das ist alles so durch und das gefällt mir sehr gut. So, guckt es euch mal an. Gibt übrigens sehr viele Folgen. Du musst mal deine Meinung zu solchen ausschweifenden Kommentaren sagen, weil da war jetzt sehr viel Information drin, die nicht sehr... Das war jetzt sehr viel, sehr ausgeschmückt. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht für ja, die. Ja, ich habe das ja jetzt Robert erzählt. Komm, ist mir doch egal. Gurkenhals, für den habe ich ein Video-Feature gemacht. Übelst Sahne, guckt euch mal sein Red Hair Project an. Vielleicht. Nein, du hast nicht verstanden, was ich meine. Das ist vielleicht wichtig für die Zukunft, dass man solche Kommentare, der ist groß und klein und super und mega und da. Das braucht man vielleicht in den Kommentaren nicht unbedingt drin. Verstehe ich nicht. Weil das dauert sehr lange, das vorzulesen. Was habe ich denn vorgelesen? Der ist groß. Der Kameratyp, der gerade eben. Weißt du, es war ja nicht sehr auf dem Punkt. Der Kameratyp hat doch gesagt, Hunter x Hunter ist ganz toll. Ja, und dann hat er noch beschrieben, und Kämpfe und dies und das. Weißt du? Ja, ist doch egal, vielleicht wollen die Leute den Anime auch gucken oder Anna oder so. Gurkenhals sagt auf jeden Fall, It's nebenbei zum Gaming echt cool, danke. Ja, ich höre auch sehr gerne beim Zocken Podcasts. Deswegen, yo. Mimax sagt, du hast so recht in Bezug auf den Schnitt im Abitur. Finde ich nämlich auch. Finde ich auch. Was hast du da gesagt? Naja, also, dass der Schnitt überhaupt nichts aussagt über Intelligenz. Seitdem ich weiß, dass ich wahrscheinlich schlechter bin als Robin, stimme ich dem auch zu. Das ist nämlich so ein Assi, gell. Am Anfang sagt er zu mir, sein großes Ziel ist es, besser als ich zu sein. Das gar nicht. Und im Endeffekt kommt langsam so raus, es wird eng, was zu schaffen. Ja. Und dann dreht er so. Aber dann dreht er es halt so, als hätte ich das gesagt, dass er es niemals schafft. Hallo, so war das doch nicht gemeint. So. Das ist aber bei den Nostos so. Nee, aber ich kann mal, wir hatten da so eine Blonde, die hatten wir in Latein. Ja, ich will die jetzt nicht benennen. Ja, die war ja nicht sehr helle. Die war nicht helle, die hat einfach nur jeden Tag 3 Stunden wahrscheinlich gelernt. Ja, mindestens. So. Wenn man, keine Ahnung, sie konnte, also in jedem Fach konnte sie eigentlich so das meiste beantworten. Ja, aber wenn man sie mal zum Beispiel nach irgendwas Normalen gefragt hat, hat sie halt nichts eine Ahnung. Also typisch, was man sich unter dem Klischee vorstellt. Sie hat im Endeffekt eine große Speicherkarte und das war's. Also was nicht im Heft stand, wusste sie halt nicht. Ja. Tja. Und das hilft einem bei sowas wie Englisch zum Beispiel, nicht? Weil wenn man so ein bisschen Gefühl dafür hat, das bringt schon mehr als da 1000 Stunden auswendig lernen. Aber okay. Er sagt, ich habe so recht, das finde ich ganz toll. Geh, Anna, da habe ich recht. Bei was? Na, Schulabschluss ist nicht gleich Intelligenz. Oh. Ja, ist wirklich so, muss ich sagen. Ich habe auch ein Familienmitglied, das hat Realschulabschluss und man möchte meinen, ich hätte keinen Abschluss. Ich will keinen Namen. Du? Nein. Hast du einen Realschulabschluss? Nein. Nein, du weißt schon, es gibt da eine, die hat eines, das, der die hat. Der Jihad. Ich hab einen Waldorf-Abschluss. Fördert mir Stück und nähen einer Hose. Ja. Robin, du kannst echt Jihad wollen, wie du willst. Wenn die NSA liest, allein nur wegen Magic, liest die NSA schon bei uns nur. Das ist echt lustig. Also wenn man sich unsere Facebook-Verlauf anguckt, ist die NSA auf jeden Fall beigeschaltet. Übrigens Magic, bestes Kampfspiel. Weil es geht nur um Opfern, dann bombe ich den weg und Oder da gibt es einen Zorn Gottes. und dann haben wir einfach nur Spaß, mal kurz Jihad. Bombe und morgen einfach nur reingeschrieben, also es ist auf jeden Fall lustig. Ja, wenn sie dann vor der Tür stehen. Er sagt auf jeden Fall, wenn man seinen Studienplatz hat, interessiert es keine Sau mehr. Total lächerlich, dass man den NC eingeführt hat, Oder man studiert einfach in Rumänien. Oder man studiert einfach gar nicht. Ja. Ja, ist auch clever. Obwohl es starke Unterschiede zwischen verschiedenen Schulen und Bundesländern gibt. Hauptsache Abitur, auch mit einer 2,9 kann man alles Mögliche studieren, außer vielleicht Medizin. Im Studium kann man dann zeigen, was man drauf hat. Mimax. Yo, so schon recht. Also, ich muss ja mal sagen, im Nachhinein, gell? Ja. Jetzt so, hätte ich kein Abi gemacht. Also, jetzt mit dem, was ich jetzt mache, das hätte ich auch alles ohne machen können. Gut. Sag ich jetzt mal. Und ich hätte mir halt. Zeit gespart. Zeit gespart, ja. Jetzt mal bitte auch von meinen Scheiß andauernd. Aber ich muss sagen, gerade die letzten 3 Jahre an der Schule und sie haben Hals. Ja, klar, deswegen hätte ich nochmal wiederholen können, hätte ich es gemacht. Einfach nur, weil es geil war. Ich muss einfach mal so sagen. Ja. Querverweis. Ich war übrigens der Kontrast dazu, ich würde niemals Schulgeschichten machen, weil es zu langweilig wäre.
Und dann haben wir über Veganer geredet. Was? Und dann haben wir über Veganer geredet. Ja, über kannst du ja ungefähr, hast du ein paar markante Punkte von meinem Abi-Abschluss, die hängen geblieben sind? Ja, sehr lustig. Wir saßen da, einer hat eine Melone mitgebracht. Da war ein Ghetto-Blaster, der war nicht an. Der war da drin, in der Melone. Gefliegt und genäht. Ja? Einer ist über so einen Tisch drüber, also über so eine Bank drüber geklettert, da hat er auf den Pops geguckt. Hallo, nicht, dass ihr es erzieht. Ich weiß nicht, um wen es da geht. Die ist da nicht so drauf. Na, mir ist hängen geblieben, dass es da einen Salat gab. Mit ein Salat. Ein Salat, ein Nudelsalat mit Rucola und genau, der hat nach Waldorf-Kindergarten geschmeckt. Wenn man in so eine Waldorf-Schule geht oder in so einen Waldorf-Kindergarten, dann hat das so einen ganz speziellen Geruch nach Öl. Das ist so ein Bodenöl. Und es schmeckt halt original so wie der Fußboden durch diese Nudeln. Und ich war total fassungslos und habe immer mehr von diesen Nudeln gegessen, weil es halt einfach so wie Holzfußboden, total krass. Das hat total Du gehst auch einmal die Woche dorthin und leckst den Fußboden, weißt du? Ich vermute einfach, die nehmen wirklich das, was die für den Boden nehmen, um den zu ölen, nehmen die auch für ihren Salat. Die haben das Einheitsöl. Das war echt total merkwürdig so. Alle Natura. Und also, überall die Frage, ist das vegan? Ja. Ich hatte trotzdem sehr viel Spaß. Auch Best Story. Bei uns war, keine Ahnung, Kumpel hat bei so Studenten, keine Ahnung, so ein bisschen gegrillt. Oder gebraten, was ja immer bevorzugt. Ja. Und ja, gab halt auch so ein paar Pflanzenfresser. Ne? Und die hatten halt auch was. Und er hat halt sich erdreistet, ja. Mit der Zange, mit der er die Würste gewendet hat, auch den Käse zu wenden oder das weiß ich nicht, keine Ahnung, den Dreck halt. Ja. Und ja, da wurde er ganz, ganz schlimm gehatet, deswegen. Die ganze Leiche in den Salat rein. Ja, aber er war halt gemein, er hat dann halt einfach zum Beispiel den Käse genommen und hat mal kurz durchs Wurstwasser der Bratwürste gezogen. Hat dann draufgelegt. Ja. Robert hat mich ja in der Schule auch immer gehatet. Ich hab dich überhaupt nicht gehatet. Na, der isst nur einen Apfel, guck den mal an, ist kein echter Mann. Nee, ich hab gesagt, das geht dort nie was werden. Ja, keine Ahnung und sowas. Also, warum Frühstück, keine Clowns, er ist ein Vegetarier. Ja. Ja, das war. Der steht im Abi-Buch, Spruch, hässlich. Ist schon. Hässlich. Nun gut, Dart 1996 W. Was die peinlichen Momente angeht, bin ich der Standardtyp. Ah, du bist jetzt doch nicht weiblich, das W steht doch nicht für weiblich. By the way, bin männlich, aha. Ja. Das W ist der erste Buchstabe meines Nachnamens. Wurst. Also, Herr Wurst. Also das, was ihr euch, was ihr auch schon aufgezählt habt. Bin auch sonst eher ruhig und überlege mir oft, ob ich etwas sagen soll oder nicht. Och. Was denn? Man kann eigentlich immer was sagen. Yeah, Klammer immer. Leider. Man muss halt bloß sich vergewissern, dass man der Schnellste ist. Oder der Lauteste. Naja, doch. Du bist der Lauteste. Ja, und da oft auch der Schnellere. Ich denke mir zwar oft, scheiß doch drauf, was die Leute denken, mach das aber nicht. Tja. Da musste man. Muss mal herkommen und überhaupt einen Crashkurs machen. Crashkurs. Herodes ist ja bald fertig mit dem Abi. Was willst du danach machen? Und wie steht, sieht's bei den anderen mit eurer beruflichen Situation aus? Uts. Na, erstmal sucht er sich einen Job, ja, arbeitet die Mindestpflichtzeiten, dann macht er arbeitslos. Nee, also ich würde schon sagen, das erste Jahr nach der Schule erstmal Urlaub. Es geht wirklich darum, wer der Schnellere ist. Ja, das stimmt. Hey, hallo, die weibliche Engländerin hat gesagt, du sollst schreien. Ach nee, war die bei Englisch? Ich meinte eigentlich mit Schnellste, egal wenn du was sagst, du musst der Schnellste hinterher wegrennen. Achso, nicht der Erste, was sagt. Aber wir müssen mal den Typen dann nochmal wieder anrufen. Da habe ich zu unschuldig gedacht. Ja, dann ruf den mal an, den Typen. Ich will dir das Telefon zum Telefonieren geben. Er sagt, ja, mach das halt. Wer hat gesagt, mit dem Schreien wird? Er sagt übrigens noch was, aber das ist, glaube ich, off-topic. Was haltet ihr von InScope 21? Hallo, der hat mich was gefragt. Habe ich gestern zum ersten Mal gesehen. Aber antworten die Frage gleich. Ja, schlecht beantworten. Darauf nehme ich immer. Wer ist denn das? Nach der Pause. Ist da schon auf Lautsprecher? Ja. Kann sein, dass an der Seite eine Lautsprecher muss. Nee, ist laut. Jetzt ist ein Mann, das kratzt noch. Junge, wiss ich nicht. Ich auch nicht. Guck mal, da spiegelt ihr euch. Hässlich. Ja, jetzt hat er keinen Bock mehr. Pech gehabt. Ja, moin. Ja, ein bisschen besser, ja. Okay. Ja, aber es hackt auch noch wie Sau. Ey, hörst du dann echt mal auf dem Video an, das ist echt schlimm. Wir haben dich trotzdem ganz doll lieb. Und lass einen Daumen da. Ja, ich bin wirklich ja. Er soll traurig sein. Ja. Bist du aus dem Wald? Boah, guck mal, wie hässlich ich bin. Nein, Hose muss ich morgen nicht. Ey, ich verstehe echt nicht viel. Das gibst du nicht. Das ist halt echt gepaart mit deinem Dialekt noch. Das tut mir leid. Aber es ist hackt halt.
alle zwei Sekunden ist. Kommt. Jo. Ja, ey. Ruf auf Festnetz. Wir schreiben mal oder so, gell? Wir haben uns auf jeden Fall ganz doll lieb. Bist du bei der Gamescom? Ja, bin ich leider. Ah, schade, da würde man sich auf jeden Fall mal sehen. Ja, aber ich bleibe auf jeden Fall weiterhin treu abonnentlich. Ja, geile Sache. Und ihr bleibt auf jeden Fall so wie Schatz, ne? Ja. Ja, kein Gehälter, das bestätigt ich einfach nicht. Ey. Ja. Okay. Ach, deine Laune auf 180, das habe ich verstanden. Yo, das freut mich zu hören. Okay, Mann. Ich habe mir lieber ein Video vor euch anschauen. Das ist behindert mit der Verbindung. Jo. Okay. Verstehe ich. Okay, Lennart. Ciao. Lennart. Ciao. Ciao, Lennart. Wie ist er? Weiß ich ja nicht. Ja, du hast jetzt nicht. Ich verstehe ihn echt schlecht. Ich hab immer gehackt. Halt ja, aber gehackt. Dazu noch der Dialog. Du sollst ihm sagen, dass wir ihn trotzdem lieb haben. Ja, hab ich ja auch dann einmal. Mindestens. Wir haben dich trotzdem lieb, Lennart. Falls du Lennart heißt. Behindert, ey. Was haltet ihr von InScope? Kennst du einen InScope 21? Ich hab den gestern erstmal gesehen. Es ging um die berufliche Karriere. Das stimmt. Achso, ja, Robert hat sein Punkte-Dings. Der hat 92 Punkte. Und Vokal mach er doch noch. Wie heißt Scheiße, Alter, mündlich. Vokal. Vokal. Ist echt. Bist zu lange aus der Schule raus. Ja. Werfer weiß Schulgeschichte. Es ging ja auch um den Herodes, was genau. Der so geplant hat. Ja, das frage ich mich nämlich auch. Ja, nö, also, naja, mal schauen. Also, ich mach jetzt erstmal ein bisschen frei, ne? Und dann schaue ich mal, ob ich irgendwo Geld verdienen kann. Das ist immer ein Plan. Ja, das ist ganz durchdacht. Ich lebe in den Tag hinein. Das ist gut. Ist ja de facto nichts Schlechtes. Er sagt immer de facto, wenn er Magic spielt, sagt er nicht enttappen, er sagt de facto. Deswegen muss man. Wow, das wird die Fans jetzt brennen. Deswegen muss man die jetzt haten dafür. Also okay, hate in die Kommentare, wie scheiße ich. Hate. Der macht sich übrigens lustig über Magic, dabei ist das voll toll. Nee, ich finde das wirklich gut. Ich spiele mal das Baustellendeck gegen Anna. Ja. Übrigens geht demnächst das Postfahren an den Start, wenn Deutsche Post das endlich mal auf die Eier kriegt, den Namen zu ändern. Die haben das nämlich Nosferatu TV genannt und da könnte ich die und so. Gleich in die Fresse rein. Ja. Ich habe einen Brief geschrieben, der kam angeblich nicht an. Dann habe ich noch mal eine Woche später dasselbe als Fax verschickt, kam angeblich nicht an. Dann habe ich nachgefragt, ey, das kann nicht sein, können Sie bitte noch mal ganz genau nachgucken. Und putz, war plötzlich beides da. Und jetzt dauert es schon wieder 2 Wochen, den Namen zu ändern. Jo. Und ja, dann könnt ihr uns ganz tolle Sachen schicken. Da wird es dann hier nochmal ein Ankündigungsvideo geben. Vielleicht gibt es das sogar vorher, keine Ahnung. Und das ist sehr schön. Vielleicht habt ihr ja noch alte Magic-Karten, die ihr nicht mehr braucht. Schickt uns zu. No. Alles, was überbleibt. Der Patrick, der war ja in Nosferatu 4, glaube ich, dabei. Der hat nämlich gerade auch ganz viele und da habe ich schon gesagt, wir nötigen den dann hier in Weimar ganz viele kleine Decks zu bauen und alle, die interessiert sind, kriegen dann so ein Dillo-Deck, hat hier dann eine Basis. Ist doch geil, das ist dann wie in Pokémon. Alter. Wie Sozialismus ist das eigentlich? Wie in Pokémon, du gehst durch die Stadt und auf einmal steht da so ein Typ, verändert sich der Bildschirm und dann gibt es ein Duell. So, was ist jetzt, kennt jemand InScope 21? Ist ja, den habe ich gestern zum ersten Mal gesehen, der hat mir einen Typ gezeigt, ich finde nicht so toll. Wirklich? Ja? Nee, ich finde nicht toll. Ich dachte, du machst schon wieder Schmu hier. Schmu? Ja. Nee, ich habe ihn wirklich gestern erstmal gesehen. Der hat mir einen Typ gezeigt und der meinte so, der war auch jünger, etwas jünger, 2 Jahre jünger als ich. Ich meinte so, boah cool, nee sogar 4. War 13. Nee, wie alt ist denn der? Der wird jetzt 16, morgen. Okay, er findet es auf jeden Fall gut, dass er ähnlich wie ihr seinen komplett anderen Stil hat, obwohl mir euer Stil doch um einiges mehr zusagt. Das ist ja das Wichtige. Was ist dein Stil, Robin? Ich wollte gerade erstmal fragen, der macht bestimmt Commentaries oder sowas. Oder Let's Plays. Nee. Also ich habe ein Video gesehen, stand er da und hat seine komische Art da präsentiert. Ach so, der macht halt auch der labert so und ist halt lustig. Lol. Und hat einen April-Scherz gemacht, von wegen gehört auf mit YouTube und hat dann gar nicht mit YouTube aufgehört. Oh, das ist innovativ. Markus von hinten sagt, und wie wir Mario Kart 8 spielen werden, Herr Rodes. Habt ihr das schon getan? Wir haben es probiert, leider ist mein Internet zu langsam. Geht nicht zu Otto. So, und er sagt zu mir, ich bin ein Spast. Ist so. Wenn ich meine Meinung in voller Ausführlichkeit, übrigens sieht Marcus von hinten sieht genauso aus wie Elliot Roger, der Typ, der die Leute erschossen hat. Hat eine hellere, Frauen. Dunklere Haare zu beiden. Ja, hellere. Und deswegen, wisst ihr Bescheid. So, Eloquenz verkünde. Dann aber auch so, dass ich einen Zenit im jeweiligen Thema setze.
Meine Meinung zur Wii U. Da muss ich Herr Rodes mittlerweile zustimmen. Zwei materielle Spiele und ein paar Download-Spiele kann ich bei meiner Wii U mein Eigentum nennen, obwohl die Wii U schon seit 10 Monaten bei mir Staub sammelt. Ich gehe davon aus, dass die zwei meisterwartetsten Spiele nicht einmal mehr den Eindruck nachhaltig ändern können. Ich könnte noch weiterschreiben, habe aber keinen Bock mehr, das ist gut. Deswegen wechsle ich schnell das Thema. Mein Buddy ist beim Release von Mario Kart 8 ready, Herr Rodes. Kennt ihr diese Quote? Ja, das ist von Reggie. Mann, ich glaube nicht, dass ich je zufällig nach Weimar müsste, so dass ich euch vergewissern könnte, dass ich keine dramatische Pause Sachen mache. Und was die Gamecock betrifft, ich mag Messen nicht. So, und jetzt ruft mich jetzt an. PS, Metal Gear Solid 2 ist der beste Teil der Metal Gear Solid Teil Saga, bla, ist es nicht. Nein. Hast du mich schon wieder eine angerufen werden? Nein, das ist Philipp B. Punkt. Philipp B. Punkt hat übrigens mit Kalle neulich in Stuttgart ein bisschen gefilmt für das Dexter-Video. Robin hat Philipp B. Punkt versprochen, dass er seine Eier lecken wird. Also Robin wird B. Punkt Eier lecken. Wann willst du B. Punkt Eier endlich lecken? Du hast es leider ihm geschrieben und er hat es öffentlich geteilt. Ja, ich weiß es nicht. Also ich wäre schon dafür, dass du da auch zu deinem Versprechen gehst. Ich weiß, wir wären, glaube ich, alle dafür. Das ist eindeutig Photoshop gewesen. Das ist kein Photoshop gewesen. Ist halt so. Neon Songs Forever. Hör mal zu, er hat ja Themen angeschrieben. Wir haben doch keine Zeit. Das ist ein wichtiges. Wir haben Zeit. Wir können auch das Feedback ganz lassen, wenn wir keine Zeit haben. Wirst du seine B-Eier lecken? Das willst du, ja. Das ist die Eierlecker. Ja, mir ist egal. Lass das mal später diskutieren. Ich fand den Fall interessant, als es um die Menge der Spiele für Wii U geht. Oh, das fand ich auch ganz interessant. Robert, hast du auch geguckt? Nintendo. Robert hat sogar geguckt. Es lief nämlich gerade, als Robert kam. Und deswegen habe ich es nicht weitergeguckt. Was? Die E3-Presse-Bla von Nintendo. Nein, das ist ein Digital Event gewesen. Das ist total egal. GTA kommt für den PC. Ja, ja, das könnt ist ihr also, dann ja, könnt ihr richtig B-Eier. Ich muss sagen, ich hab schon. Das stimmt. Achso, ja, B ist Eier. Aber das derzeitige Line-Up, das nennt man gar nicht. Nennt man es so, wenn. Ja, das ist Spiele eigentlich kommen. Das Start. Ja, eigentlich schon. Auf jeden Fall die Spiele, die jetzt angekündigt sind hier. Ich finde Hyrule Warriors ziemlich geil. Smash Bros. Kommt auch dieses. Also, es kommt sehr viel Scheiß. Ja, das macht er ganz oft, aber ich rede trotzdem weiter. Ich habe nur geguckt, ob hier was dazwischen passt. So, ja, ja, so. Ich habe hier Popel. Warriors, hol ich. Smash Bros. Kommt noch dieses Jahr, hol ich. Weißt du? Ich dachte, dieses Jahr, das ist schon raus, ernsthaft. Nee, nee. Ey, ich dachte, dieses Jahr kommt halt leider nicht viel mehr. Der ganze Scheiß kommt 2015. Ich muss sagen, da ist geiler Scheiß dabei. Also ja, meine Meinung ist langweilig. Ja, meiner Meinung nach. Mach weiter, Text, Robin. Ja, jetzt ruhig und so, weißt du? Uncharted 4. Ohne dir jetzt das Small verbieten zu wollen. Hast du jetzt meinen Faden mir genommen. Sehr ziemlich viel geiler Scheiß, muss ich sagen. Und ich wurde tatsächlich bei Nintendo nach 2 Jahren mal wieder nicht enttäuscht. Ich weiß nicht, wer alles dieses Digital Event geguckt hat. Es war geil gemacht, es war lustig gemacht. Und sie haben gute Spiele unter anderem angekündigt und andere Spiele. Boah, aber um dir Yoshi's Woolly World fand ich von der Grafik witzig, aber ich werde es mir nicht holen. Yoshi's Woolly World. Um dir einmal das Gefühl zu geben, ich hätte dir zugehört. Ja? Das Digital Event. Ja? Der Anfang war voll anders gemacht, aber danach ging es ja echt so steil runter. Ja, hey, naja, ihr könnt jetzt mit euren Nies spielen. Das war, glaube ich, ein Fehler, dass sie, vor allem diese Entwickler-Interviews, die waren zu lang. So. Aber ich fand, die haben das auch witzig rübergebracht. Ich meine, da kloppen sich Chefs von Millionenkonzernen. Weißt du, die kloppen sich miteinander. Das ist so cool. Ja. Bevor Bill Gates würde sich mit jemandem rumkloppen. Weißt du? Ja. Und die haben das gemacht, weißt du? Wenn man das erstmal sieht und boah, weißt du. Neon Socks war der gute Herr Rodes. Ja, was letztes Jahr war, da stand Evan Iwata da und hat irgendeinen Scheiß erzählt. Hat er dann ja nicht so eine Banane. Das haben wir noch zusammen. Nee, das war das Jahr davor, wo er dann erstmal 7 Sekunden eine Banane angeguckt. Ja, so komme ich auch vor, wenn ich dir zuhöre. Dann hören wir doch mal. Toll, Robin, das ist ganz versaut, weißt du? Ich kriege schon genug Gegenwind, wenn du jetzt vorstellst, aber jetzt kann ich gar nicht mehr erzählen. Was? Ihr müsst ihn auch mal respektieren, den Herrn. Ja. Genau, ich möchte das. Respektiert meine Autorität, Mann. Nehmt mich ernst. Respekt hast du dir jetzt echt verdient, Mann. Ja, da habe ich jetzt, also jetzt habe ich mich glaube selbst verkackt. Der gute Herr Rodes wollte wohl den sogenannten Milligramm-Experiment ansprechen. Mhm. Das sogenannte, sorry. Ihr könnt das Ganze ja mal googeln, falls es euch interessiert. Das haben wir erst vor kurzem mehrfach in der Schule durchgesprochen zusammen. Als ich das erläutert habe, wurde ich übrigens auch unterbrochen. Mit dem Zweiten Weltkrieg und so. Nein, da wurde es nicht unterbrochen, aber die Kamera fast alle. Und du hast gesagt, keiner hört mir zu, weil die Kamera weggeschwenkt ist. So. Der Typ mit der Brille nervt, sagt Kelsen
Der Typ mit der Brille ist übrigens Peter. Der Spaß. Der ist behindertenfeindlich. Der ist behindertenfeindlich. Dieser Kommentar ist behindertenfeindlich. Ich schreibe so einen langen Artikel darüber, wie behindertenfeindlich und sexistisch auf Kollisionsabfrage. Was ist das? Das ist die Seite, die so einen Sexismusbericht über uns gemacht hat. So eine übelst lange Analyse, wie wir angeblich auf der Hinfahrt schon uns aufgeheizt haben. Ah, das habe ich gesehen. Die haben auch so Videos und so einen Scheiß. Ja, hier. Ja, und Fotos eingebunden und so. Und das wollen wir halt als nächstes. Nicht spoilern. Also, okay, nicht spoilern. Kurz aus. Ja. Hey, das war geschnipst. Jonas Friedrich. Also, ich verstehe echt nicht, wie sich manche so doll über MCM aufregen konnten. Okay. Verstehe ich auch nicht. Klar, ein cooler Typ. Der eine oder andere Spruch war jetzt nicht so lustig. Aber es gibt echt Schlimmeres. Und wenn, dann kann man auch seinen Frust auch netter ausdrücken. PS, wuhu, mein erster Kommentar auf einem eurer Videos. Gucke euch jetzt schon echt lange, aber bin irgendwie nie dazu gekommen. Ja, immer trauen. Schreiben, 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 ja. Schreiben. Hier. Und Daumen nach oben geben. Das macht Arthur immer. So, German to Orbit. Auch länger nicht gelesen, den Kollegen hier. Danke für Herodes, seine Recherche, dass er das Erfurt Tag und Nacht Video gesehen hat. Ich muss die ganze Zeit denken, wo Arthur um seine Frau geht und sie ist fett. Ja. Und dann sagt Duck, ja, genau, das ist auch einer. Pass auf, was du über meine Frau sagst, das ist so geil. Anna lacht. Gibst du, dass du den Kinder spielst? Das ist so geil. Ich musste mir erst einmal komplett reinziehen. Die Stelle ist halt so, weißt du, er sagt halt noch so zögerlich. Da konnte ich ja noch nicht wissen, dass sie mal so und Duck halt fett wird. Pass auf! Das ist so gut. Weil er sagt halt permanent die ganze Zeit und Duck redet die ganze Zeit so drum rum halt, ja, irgendwie. Und dann sagt er es einmal und dann geht's so, pass auf! Ach, das ist so geil. Ja, da finde ich echt ausnahmsweise mal die deutsche Sprecherstimme viel, viel geiler, ja, als das Original. Ja. Okay, guck dir Finger of Beans an, ganz toll. Danke für die Recherche, Erfurt Tag und Nacht, was auch immer, war einfach sehr professionell gemacht. Ihr seid eh neidisch auf uns. Es lebe Erfurt, Tennessee, keine Ahnung. Erfurt ist das neue RTL, bald erbaut RTL in Erfurt seinen Standort, sinnloser Text for the Wind. Mm, ja. Das ist ein Spast übrigens. Ja, ja, German to Orbit, ja. Okay. Also wenn ich mich nicht täusche, ist es ein Spast. Hier sagt ein gewisser Christopher Zepezauer. Wer ist das denn? Also kannst du mein Gesicht noch effizienter verdecken jetzt? Ich will zu sehen sein. Deswegen sind, ja, ich muss ja lesen. Christopher Zepezauer. So, erst einmal finde ich, dass die etwas kleinere Runde ziemlich knorke ist. Des Weiteren schließe ich mich Peter an. Guckt er sich den Scheiß an? Jetzt hätte ich fast echt einen dummen Witz gemacht. Er schließt sich Peter an und so. An, dass das Umfeld und der Umgang mit Personen aus seinem Umfeld macht deutlich mehr der Persönlichkeit aus als die Gene. Dritter Punkt. Das war das erste Feedback, das ich bis zum Ende schauen konnte, weil mir im Moment die Schule und insbesondere die Lehrer die Zeit rauben. Herodes weiß, wovon ich, welche Lehrer ich meine. Ja. Achso, die Fette, ja. Die Fette, wolltest du das gerade bitte sagen? Was soll denn das? Wir reden über deine Lehrer. Respekt, das ist jetzt nicht mal seine Lehrer. Genau. Aber selbst da hatte ich in den Schulgeschichten Querverweis, würde, hatte ich ein bisschen Respekt bei manchen Lehrern. So, ja, hier ist schon. Nee, ich mag meine Lehrer teilweise auch noch, immer noch. So. Robin bei B. Le Pet spammt übrigens Kommentare. Ja, dann liebe Grüße an Christopher Z. Ja. Ja, alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Le Pet spammt rum. Ich habe eine View. Und das auch das mit Stolz. Eine weiße oder eine schwarze? Robert gehört nämlich zur PC Master Race. Schon alleine Monster. Oh, ja, jedes Jahr eine neue Grafikkarte kaufen, ja. Ihr kauft euch gefühlt jedes Jahr eine neue PlayStation. Also alle 7 Jahre. Ja? 7 Jahre ist ein Konsolenzyklus. No? Und die trotzdem hinterher hängt. Alles, was da drin ist, ja, ist. Aber es funktioniert, du musst nicht ewig installieren. Das ist für mich wirklich der Hauptgrund. Gut, das ist für mich der Hauptgrund. Also gut, installieren musst du trotzdem und runterladen. Na klar, aber es ist naja, runterladen, aber weißt du drückst auf installieren, da geht ein Balken voll und dann ist fertig. Ja, gut. So, und ich habe mir diese HD-Version von Half-Life 1 habe ich mir drauf gemacht, ja, weil Half-Life 1 gab es kostenlos für PC halt. Und Alter, schon alleine die halbe Stunde hat mich so aggressiv gemacht, dass ich dann gar keinen Bock mehr auf das Spiel erstmal hatte. Hey, warum halbe Stunde? Weil ich es nicht auf die Reihe gekriegt habe. Klar, liegt natürlich auch bestimmt an meiner Inkompetenz, aber weißt du, trotzdem. Ich wollte es nicht ansprechen. Nee, das darfst du ja ruhig. Aber trotzdem. Hier bei Diablo 3 zum Beispiel, ja, installierst du das Spiel, gut, da war es auch mit der Online-Verbindung, aber auch sonst, wenn du halt ein Spiel ja neu kaufst, schiebst das rein und aus irgendeinem Grund funktioniert es halt einfach nicht. Gut, ist auch halt dem eingeschuldet, dass es halt zu viele verschiedene Anbieter von Hardware halt gibt. Und ja, deswegen finde ich Konsolen ja sehr praktisch. Das ist halt eher für die Gammler und die, weißt du? Ja, aber wie gesagt, also
wie gesagt, ich freue mich halt aus dem einfachen Grund auf GTA, weil ich keinen Bock mehr auf PlayStation habe, weil wenn ich auf meinem 55 Zoll spiele, ist einfach die Grafik mit einer PlayStation, ich hatte ja, wie gesagt, ich hatte es ja dran, ja. Dreck. Ja, ja, weil, und so, ne? Genau, weil es einfach, das bringt es einfach nicht rüber, weil wegen der Auflösung halt. Weil die, also bist du eine Grafikpuppe? Nee, es ist wirklich so. Nee, das ist wirklich, was mit GTA stört, ist wirklich die Technik. Genau, das, die Auflösung. Du hast eine niedrige Framerate, du hast eine es, Auflösung. Es schlimmer und, ganz ehrlich, ich sitze, also wie gesagt, 55 Zoll, ich sitze 3,5 Meter weg, ungefähr, drei, ja. Und es ist eigentlich so geil, es macht so Spaß, aber trotzdem, wenn du bei dir sitzt, erkennst du manchmal nichts mehr. Ja, das ist ja? Das ist halt Dreck und wenn ich dann halt, keine Ahnung, einfach mal, ja, Call of Duty, bla, die letzten Teile waren Schrott, das weiß ich selbst. Ja, ich, Modern Warfare 1, Freunde, und Call of Duty 2, best. Wenn du das halt einfach auf diesen 55 Zoll spielst, ja, das fickt dich. Da kann das GTA. Mal, das letzte Mal, ich kann es einbringen. Ja, da kann GTA. Und dann denkst du dir, da kann GTA halt einfach abspannen, so schön wie das Spiel ist und so geil, wie ich es auch finde. So, ja. Letztes Mal, ja, wir alle an diesem Tisch Magic gezockt zu acht. Robert ist mit mir draußen und hat einen Döner gekriegt, weil einer übrig war und ich musste halt weiter in der Schlange warten. Und Robert kommt ganz stolz hier draußen an den Magic-Tisch zurück und sagt, ich hab Robin gerade übelst gefickt. Nachdem wir halt so 10 Minuten weg waren. Ja, genau. Will mal jemand ein Bier holen? Nein. Auch nicht, wenn er ein Getränk seiner Wahl ausgegeben kriegt? Bier hole ich dir! Das ist klar, da zeigt sich ja immer der Kuss, die Gute ist. Nein, das ist einfach sparsam, das ist gut so. Vor allem, gell, vorhin hat sie 20 € bezahlt, jetzt schon wieder. Als hätte kein Kleingeld. So. Nein, hab ich auch nicht, ich hab nie Kleingeld. Da können wir jetzt die View-Sache hier überspringen. Das neue Zelda, ja. Der Fanboy hat gesprochen, hey Nintendo. Jetzt? Ich habe mich letzten Karneval mit Asche eingerieben und bin als Anne Frank gegangen. Ja, geiler Typ. Dann ist das gerade der Moment der inappropriate Jokes gewesen, sehr gut. Sehr geil. Mein Gesicht die ganze Zeit so klein, ich auch ein bisschen nach vorne, damit ihr meine Finger bewundern kann. Schaut jetzt. Was mir peinlich ist, in Klammern, oder was mir peinlich sein wird, aufgrund des ästhetischen Profils Romeo und Julia vor der Schule präsentieren zu müssen. Ich habe nichts dagegen, persiflierend zu schauspielern, aber wenn ich es ganz ernst, wenn es ganz ernst gesagt, Alter, ganz ernst sein muss, dann geht gar nichts. Okay. Also wir haben ja das letzte Mal gefragt, ne, was Leuten so im Alltag peinlich ist, weil wir es so ein bisschen hatten, das Thema. Kann ich vielleicht ein bisschen verstehen. Das kann ich vielleicht nachvollziehen. Oh, yeah. Das Ding ist ja, sobald man nicht schauspielen und wirklich top-notch, ja, so richtig gut kann, ist es eigentlich meistens Panne. Also ich habe mal mit, ja Anna, ich sehe Robin nicht, ich hoffe, ich Robin nicht, konnte da rein. Ja. Ich habe mal mit besagter Schauspielerin, die ich kenne, die auch bei Schloss Bumsstein und so mitgespielt hat, haben wir mal so übelst aus Spaß, halt so einfach mitten im Einkauf, also ja, im Herkules unten, haben wir übelst die Szene gemacht und es war übel geil. Ich stand halt an der Kasse und an der Kasse ist doch immer so übelst viel Süßkram und sowas. Ja. Und ich halt, stier da nicht so hin, du warst nur wieder auf Hätten, haben wir übelst die Szene gemacht, halt wirklich einwandfrei, sie kann es ja und naja, ich auch ein bisschen so, weißt du? Und es war so geil, wie irgendwann einfach nur die Leute ein paar Meter weggegangen sind, übelst entgeistert, guck mal, weil sie ist ja wirklich dünn, ja. Und ich halt, du fette Schwein, da muss ich wieder übelst drängen, dass du abnimmst und keine Ahnung, es war so geil, also wie gesagt, es macht einfach Spaß. Ja, na, das ist ja dann auch das so. Das macht einfach so Spaß. Natürlich, das ist ja dann so zur eigenen Dings, aber ja. Was er jetzt gemeint hat, ja. Vor der Schule so auf übelst ernst Romeo und Julia. Und vor allem, die gucken dann alle übelst dich, wisst ihr, und denken, oh, what the fuck und so, keine Ahnung. Und wir gehen halt 5 Meter weg und fangen halt so übelst an mit Feiern. Das ist echt geil. Also, was ich jetzt war, der Herr Rodes hat jetzt den Mörderwitz. Ja. Ja. Bitte nochmal den Mörderwitz. Warte, du darfst ihn selber lesen. Ich habe mich letzten Karneval mit Asche eingerieben und bin als Anne Frank gegangen. Da lacht er nicht, gell? Wir haben es ja tot gemacht. Du hast damals den, wie hieß dieses scheiß Festival in Berlin? Nee, war nicht Berlin. Love Parade. Ach so, er ist ja alt. Wie viele waren auf der Love Parade? Ja, Millionen paar zerquetschte, kennt man aber. Gibt's ja schon seit Monaten. Ich mach mal kurz hier Speicher mehr rein. Ja, jetzt gibt's schon seit Monaten. Also mal als Pause. Juhu. Er sagt, auch ich habe eine exorbitante Ableitung gegenüber diesem Taddel, der seine Stimme so schlecht verstellt. Ja, das würde ich jetzt gar nicht mal unterstellen, dass er die Stimme verstellt, aber ich finde es halt echt nicht attraktiv. Wer verstellt seine Stimme? So ein Typ von YouTube, der hat so eine ganz tiefe Stimme.
Hey, ihr Nudeln. Ah, wieder ist eine Mädchen, was ich aus irgendeiner Klasse kenne, was so eine extrem hohe Stimme hat. Was ja, auch bei einer die versteht die nicht. Aus irgendeiner so eine die Klasse. Die hat wirklich so eine Stimme, die redet immer so. Also ja, aber das ist wirklich... Will jemand was vom leckersten Brot der Welt versuchen? Möchtest du etwas vom leckersten Brot der Welt versuchen? Vielleicht ist sie Halafir, ja? Ja, genau, toll. Toll. Halafir. Halafir. Ja. Da mich die anderen so überzeugt haben, poste ich jetzt auch meine Nummer. 110. Ich versichere euch, das ist ganz bestimmt nicht die Nummer von einem Freund. Geiler Typ. Ja, lass ihn mal anrufen. Blubla61 sagt, lieber Herr Rodes, ich habe dir zugehört und finde die Idee cool. Worum geht's? Keine Ahnung. Bleib aber bei uns, immer ein bisschen reinschreiben, worum es ging. Ja, Osama sagt, das ist jetzt 3-4 Wochen her oder so, sorry. Osama sagt, ich beziehe dann mal Stellung zur fremden Nummer. Also, der gute Oskar, den wir das letzte Mal angerufen haben, ist ein Freund von mir, mit dem ich in dem Moment des Anrufes gerade im TS meine Zeit verbrachte und er fand es auch nicht so schlimm und die Nummer habe ich nur ins Netz gestellt, weil ich der Nosterafu-Community vertraue und wie erwartet, außer eurem, gab es keinen anderen Anruf bei ihm. Absolut nichts passiert. Aber noch eine Frage. Wie kann das mal nachholen, ihr lieben Kroppes? Wie findet ihr die Haltung vieler junger Menschen aus Prinzip nicht zu lesen? Also ich kenne niemanden, der diese Einstellung hat, aus Prinzip nicht zu lesen. Jetzt Bücher. Ja, er hier. Ich lese doch. Nee, aus Prinzip, Alter. Prinzipate ist ja eh immer dumm. Ich kenne keinen, der da so drauf ist. Aber also ich würde ja auch gerne Bücher lesen, aber ich mach's halt nicht, weil es dauert immer so lange. Und es ist so... Videogames, die Bücher von morgen. Und ich muss aber auch sagen, ich krieg das. Das hatten wir ja schon mal in der Schule. Ja. Aber wo die anfangen, alle Videogames sind scheiße. Und wir halt so, na keine Ahnung, in 30 Jahren. Ja, die sind schon. Schreiben wir eine Rezension über Videogames. Ja, also noch sind die ja echt schon am Anfang, aber das kann schon noch gut werden. Was ich sagen wollte, ich krieg eher Kopfschmerzen, wenn ich ganz lange lese, als wenn ich ganz lange zocke. Ja. Ich immer dann her auf dieses. Nee, weißt du? So. Eher vom Zocken Kopfschmerzen. Nee, ich nicht. Aber deswegen habe ich meine Lösung gefunden. Ich kaufe mir jetzt einfach auch mal Hörbücher, damit ich nebenbei meine Sachen schaffe. Ich lese nicht, aber ich kriege zumindest immer noch die Geschichte mit mir. Für das Lesen ist mir einfach zu Zeitraum. Ja, das ist wirklich, dass dieses Lesen, man muss sich auf eine Sache konzentrieren, kann nebenbei nichts machen. Das ist heutzutage eigentlich fair am Platz. Weil man kann halt so sich den Scheiß auf den Vorpark und nebenbei was anderes machen. Ja. Ja, aber also zum Beispiel würde ich noch so viel Bus fahren, würde ich auch noch lesen. Da würde ich im Bus lesen, aber da so... Da würde ich mit dem Nintendo DS spielen, das ist es halt. Nee, das nicht. Das aber aus Prinzip nicht zu lesen, was ist denn dieses Prinzip? Ich lese nicht, weil es kacke ist. Ja, doch, also das habe ich schon gehört, dass die einen sagen, Buch, stinkt. Ist voll alt. Und allerdings, wenn man in der Schule auch immer nur Scheiße liest, genau. Ja, was wir teilweise für ein Mist lesen mussten. Genau. Also, klar, zum einen hier so Klassiker wie Romeo und Julia oder Alter, wie heißt's? Natürlich auch das Verband. Fuck you. Fuck you, Alter. Ich bin gerade so ungebildet. Guck mich an. Na hier, Credui. Ja, auch, aber das war zum Beispiel das hässliche Parfüm. Alter. Das Parfüm. Alter, bin ich noch behindert? Faust, Mann. Ich komme nicht auf Faust. Ja, so ein Dreck. Ja, auch das. Da sage ich so ein, zwei Klassiker, okay. Aber dann kann man doch auch mal was Modernes lesen, weißt du? Es muss ja nicht immer nur Credui sein, Alter. Das Parfüm ist vielleicht auch so ein Weltbestseller. Ja, klar, aber das ist so einfach beschissenes Buch. Ich glaube, es lag auch an unserer Lehrerin, die wir damals hatten. Da war echt alles hässlich bei der, aber trotzdem. Also ich habe das tatsächlich freiwillig gelesen und ich fand es gar nicht so übel. Ich fand es an manchen Stellen hat es sich ganz schön gezogen. Ja, deckt jungfräuliche Muschis mit Tüchern ab, um den Duft daraus zu ziehen. Trotzdem fand ich es interessant zu lesen. Ich fand die Geschichte an sich gut. Und am Ende haben die eine Orgie gefeiert. Spoiler! Spoiler sagt man vorher. Spoiler, natürlich ungemein. Naja, Alter. Das war voll durch, Mann. Toll, das nächste Mal in den Kommentaren. Toll, ich lese gerade das Parfüm. Das heißt, Buch weggeschmissen. So. Jetzt macht das nur wirklich jemand, weil du es gesagt hast. Ja, natürlich, weiß. Mann, ach so, er sagt übrigens hier noch ein Beispiel. Zum Beispiel, ich kenne Menschen, die sagen, sie zocken, also lesen sie nicht. Verstehe nicht, wieso sich das ausschließen muss. Naja, ich lese und zocke gerne. Das ist halt eine Zeitfrage, wenn man sehr viel Zeit mit Zocken verbringt und da mehr Bock drauf hat. Aber das Ding ist, in der Zeit, wo du ein Buch durchliest, na gut, kann man glaube ich so. Ja, ich glaube, ja, kommt drauf an, wenn du so einen dicken Harry Potter-Dings hast, kannst du in der Zeit schon zwei Spiele durchspielen. Ist natürlich abhängig, also ein Skyrim oder so natürlich nicht. Aber so, weißt du, so ein Story-Spiel, zack, mal eben 6 Stunden durchgeballert. Bei Harry Potter würde ich irgendwie die Bücher empfehlen. Die Filme sind, siehst du glaube ich auch so, nicht so geil wie die Bücher.
Das würde doch aber jeder machen, oder? Oder weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Es gibt ja Leute, die es nicht weiß. Ich glaube, ich kann es nicht zählen, wie viele 100 Filme ich einfach nur geguckt habe, während ich gezockt habe. Okay, alleine, das habe ich noch gar nicht gemacht, glaube ich. Doch, weil ich alleine zum Beispiel viel sowas wie Empire of the War und so Scheiß. Er sagt zu mir, doch. Na, doch. Doch, du hast das gemacht. Nee, aber nee, ja, okay, du hast es gemacht. Weil ich halt auch so, keine Ahnung, so wie Empire of the War, halt so rundenbasiertes Scheißspiel und so, weißt du? Ja. Und dann, oder halt Strategiespiel halt. Und dann da hast du einfach halt nebenbei. Bist du unterfordert? Genau, da bin ich halt. So intelligent ist wie wir? Ja. Dann ist das auch so. Ich habe das früher bei Final Fantasy X gemacht. Weil das relativ, weißt du, das ist ja wie Pokémon so ein bisschen. Ja, schleift sich halt basiert. Manchmal, genau. Ja, ich denke auch. Und dann denkst du halt, okay, hier, oh, guck ich nebenbei den Film. Und solange wie du da nicht guckst, guckst du darüber und dann, oh gut, geht weiter. Klar, während ich einen Ego-Shooter zocke, geht das schlecht. Ja, dann machst du das nicht, weil es bringt dir halt nichts. Also, ich habe es zum Beispiel bei Skyrim so gemacht, aufgrund der Ladezeiten habe ich Skyrim aufräumen gemacht. Ich habe Skyrim, sobald es geladen hat, habe ich angefangen, meine Wohnung aufzuräumen, weitergespielt und durch die Ladezeiten irgendwie musst du mir die auch vertreiben. Die sind, je mehr Speicher du verbrauchst, desto länger werden die. Also, ja. Ich hab's ja gerade gemerkt mit diesen ganzen Add-ons, das war unmöglich. Das konntest du echt. Das waren das vielleicht so 2 Minuten oder so? Nee, drei bestimmt mal, oder? Kam so auf die 2 bis 3 Minuten da auf der Playstation. Das war echt, also. Siehst du? Nächste Playstation. Ja, aber das liegt ja am Spiel. Das liegt ja auch am Spiel. Hast du aber auf der Wii U auch nicht. Ja, weil das Spiel nicht hast. Ist gut. Jo. Ja, Buch lesen ist ganz toll, aber ist mir zu zeitintensiv. So. Ja. Ja. Ist halt auch weniger aktiv, aber ja, das ist ja ganz toll, weil dann machst du dir deine eigenen Bilder im Kopf und so. Ja. Ich habe ja auch schon das ein oder andere Buch gelesen, freiwillig. Richtig. Meine Mensch, so. Muss ich mal Robin in Schutz nehmen. Jonas Friedrich sagt, hab mal ein paar Fragen an der Rodes, deine Meinung zu Anno 2070? Lies mal weiter. Ich mochte 14.4, 17.1, echt gerne, 2070 sah zwar gut aus, ich hatte jedoch keinen Spaß damit. 14 habe ich gespielt, 17.1 habe ich da ein bisschen mehr gefesselt als 2070, aber ich fand diese neue Idee halt ziemlich geil. War es denn die Zukunft oder was? Genau. Okay. Hast du mal Age of Empires und oder Civilization gespielt? Nein. Welchen Teil von Age of Empires steht das da? Zwei habe ich gezogen. Na, 2 war halt richtig geil. Er hat eigentlich so gefühlt alles revolutioniert, was damals, also um die Zeit, wo es rauskam, war halt ziemlich geil. Ist das so wie, war das Stronghold? Ich glaube, wenn das war, wo man sich ein Auto cheaten konnte, da habe ich dadurch gewonnen, dass ich mir ein Auto gecheatet habe. Ja, also viele Autos. Ich fand halt auch zum Beispiel die Kampagne bei Age of Empires 2 war auch recht, sag ich mal, anspruchsvoll. Ja. Also ich meine, wenn ich es auf leicht gespielt habe, dies und das, aber wenn jetzt, sag ich mal, ordentlich, dann war es echt anders. Das würde ich echt gerne wieder zocken, also das, Leute. Das zeigt Respekt, fand ich halt ziemlich geil, kam ja jetzt über Steam, kam praktisch Age of Empires 2 HD, also einfach nochmal in einer besseren Auflösung. Ja. Weil deswegen war halt, keine Ahnung, wenn ich auf den Zoll zocke. Wie viel hast du nochmal? Sag's uns nochmal. 55. Ja. Ne, auf den zocke ich aber nicht, wenn ich jetzt richtig zocke, da guck ich dann nur. Aber wird halt dann scheiße wegen der Auflösung und allem. Da kam jetzt nochmal neu raus, fand ich ganz geil. Und macht halt auch echt Spaß zu spielen. Haben wir auch mit Hobbit und so mal Laden gespielt, so Fettzeit. Ist das, wo der sich immer so Hakenkreuze baut? Ah ne, das war wieder was anderes, so Tower-Defense spielen, wo die dann so im Hakenkreuz langlaufen müssen. So. Ja. Aber er sagt, dass das übelst effektiv ist. Weil das ist echt eine der besten Sachen, dass die immer so bauen. Ja, weil die halt immer wieder an allem vorbei müssen. Genau, weil der Platz halt perfekt genutzt ist, so, weil die immer wieder zur Mitte laufen. Richtig. Auf jeden Fall. Damals bei Christian auf jeden Fall habe ich mich so in Stronghold verliebt. Das war das einzige Spiel in die Richtung, halt so mit Aufbauen und Strategie oder was weiß ich. Ja, und Stronghold ist auch geil. Truppen. Stronghold Crusaders habe ich sogar heute noch. No, haben wir auch. Und vor allem das Geile an den alten Spielen ist wirklich, du hast halt keinen Dreck mehr wie heute mit, du musst dich da registrieren und das machen, weißt du? Ich habe das Spiel auf dem Rechner, Netzwerk, nehme das, schieb das rüber, in 10 Sekunden ist dort und dann spielen wir einfach. Ja. Du hast halt null Probleme. So. Neuen dauert halt immer eine Weile, aber es geht. Ist ja dann so hart, wenn du dann echt so 3-4 Dinger unten auf hast, wenn du dann hier irgendwie Uplay von Ubisoft, da hast du Steam, da hast du dann Origin. Das nächste daneben. Origin, genau, gibt's auch noch. Dann, weil Titanfall spiel ich ja auch ab und zu. Achso, und das ist noch an dich hier. Welchen Rapper hörst du noch außer dem King of Swag? Ich höre keinen Rap außer Moneyboy. Wie findest du diesen Herodes? Achso, mich jetzt. Oder diesen einen Schwulen da? Achso, der eine Schwule, der hat ja auch mal. Ach, welchen meinst du? Den mit dem Bart? Lance Butters meine ich. Kenn ich nicht. Ich auch nicht. Jonas Friedrich sagt an mich diesmal: Was ist da los?
ist die Videomachen-Phase wieder auf dem besten Channel auf YouTube vorbei und dann dürfen wir uns bald wieder auf neue Videos freuen. Dürft ihr, aber ich glaube, das ist schon raus, wenn das Video heraus ist. Deswegen okay. Darfst du dich nicht mehr freuen. Du sagst, wie jedem Scheiß, dann mache ich noch ein Video drüber. Und es gibt einfach mal halbe Jahre, wo kein Video kommt. Ja, naja, ist ja egal. Naja, obwohl, ich muss so ja nicht, wenn ich Bock habe. Okay. Wenn ich Bock habe, mache ich ein Video. Ich aber das so. Ist ja auch nicht zwingend notwendig. Aber jetzt zur EM, scheiße WM. Fuck. Ich bin Noob. Kommt auf jeden Fall ein Video. Ganz toll. Ja. Das ist Englisch, aber das ist eben. Kingdom Hearts Light Kairi. Die hat uns übrigens nach der Millionärswahl ganz toll neu entdeckt. Ich glaube, es war da. Und hat unter so gut wie jedes Video einen Kommentar geschrieben. Ja. So, also, begrüße sie. Hallihallo, ihr Lieben. Ihr wollt euch nur liebe Grüße da lassen. Mit Lob überschütte ich euch natürlich beim nächsten Nosterafo TV Video. Hoffentlich sind die anderen beim nächsten Mal auch wieder dabei. Naja, mehr oder weniger. Aber Kalle ist dann wieder 3 Monate in Weimar am 1. Juli. Und eine kleine Frage noch nebenbei. Bei welchem Format könntet ihr euch noch sehr viele Teile, Fortsetzungen vorstellen? Zum Beispiel Annoying Dancer, Trolling Singer. Also ich habe da eine Kleinigkeit, die mir sehr unangenehm... Achso, das ist schon das nächste. Sehr unangenehm ist. Mehr von einem Format, was weiß ich. Trolling Singer auf jeden Fall. Na, diese Codequests, wird das jetzt groß oder bleibt das so? Ja, ab und zu kommt da mal eins. Was? Ja, Codequests mit den Kommentaren. Ast ja sowieso. Ja. Na, halt die, wo Serienplatz sind. Wollten wir noch einen Troll machen? Ja, kann man machen, ne? Brauch ich mal wieder so einen Greifer. Hab ich jetzt schon 2-mal so einen Greifer gekauft. Nur wieder kaputt gespielt. Die gehen aber auch leicht in den Arsch, ey. Na gut, den einen haben wir beim Anarchio-Billiard kaputt gespielt. Ah, Anarchio-Billiard, das ist ja auch schon wieder Hustensaft, seitdem du Magic spielst, gell? Hey, weil Magic besser ist. Ja. Das ist mit Logik. Vorübergehend wieder. Das ist mit Logik. Ja. Das ist mit Logik! Magic ist das Shit, ja. Das ist wie geil. Naja, das ist zu Anarchio. Das war so geil, ey. Wir haben 4-4 gezockt, alle gleichzeitig, du Assi. Das Ende war nicht schön. Und ich hätte es verhindern können, hätte ich nur früher gesehen, dass du ein Land liegen hast. Weil ich habe ein Land, weißt du, mir wurde dicht, ja, immer alles zerstört. Und ich war halt irgendwie, keine Ahnung, zwischen 13, 14 Runden oder so einfach außen vor. Ey, ich überleg gerade. Und ich konnte nichts mehr machen, ich musste halt immer Karten abwerfen. Ich hatte einfach nur meine perfekte Hand und dann hatte ich halt ein Land. Und dann, bupp, hatten wir gewonnen. Ja. Vielleicht kriegen wir das mit den Decks verteilen noch hin bis zur Gamescom. Dann könnt ihr nämlich ja sagen, wer von euch prinzipiell Interesse hat und wer ja zur Gamescom kommt, kann da vielleicht ein Magic-Deck geschenkt bekommen. Aber da müssen wir erstmal gucken, ob das oder kann uns ein Magic-Deck schenken. Oder das. Ja. Nee, gell? Das okay. Könnt ihr ins Postfach schicken, wenn ihr alte Karten habt, die euch nicht mehr interessieren. Gell? Wenn ihr keinen mehr Bock mehr habt, schickt das uns. Die Karten, die wir brauchen können, ziehen wir uns raus. Die restlichen verbrauchen wir in der Stadt. Ist klar. Ist doch schön. So, weißt du, mir ist egal. Mir ist egal. Das sagt er am liebsten immer so. Mir ist egal. Naja, ist doch so. So, sie sagt auf jeden Fall, was ihr unangenehm ist. Vielleicht kommt einem das ja bekannt vor. Also, wenn mich jemand anspricht, egal ob männlich oder weiblich, und eine Frage hat, bei der ich leider nicht weiterhelfen kann, zum Beispiel Wegbeschreibung, das tut mir dann immer total leid. Und ich denke meistens nach diesem kurzen Gespräch, dass die Person, die mich gefragt hat, denkt, dass ich ihr gar nicht weiterhelfen will. Was natürlich nicht der Fall ist. Okay, das finde ich jetzt schon relativ speziell. Ja. Also, weil. Man muss halt so tun, als würde man gerade übelst die Schilder suchen. So, oh, wo ist denn? Moment, nee. Nein, nee, aber. Du musst doch kein schlechtes Gewissen haben, wenn du weißt, dass du kein schlechtes Gewissen haben musst. Weißt du, das meine ich. Dann. Wenn man den Leuten signalisiert, dass man ihnen helfen möchte, indem man sie zum Beispiel so sich umguckt oder so, dann freuen die sich ja auch schon. Weißt du? So ein bisschen Initiative erkannt. Also wenn du dich dann umgehst und wegrennst, dann mach das ist gut. Also einfach schreit wegrennen. Oder sagst halt ganz, ganz nett und lieb, ich habe keine Ahnung. Ja. Jespä sagt, ich weiß jetzt nicht, wie ihr inzwischen zum Zombie-Genre steht, aber ihr solltet euch unbedingt mal The Battery, deutsch Ben und Mickey vs. The Dead, ist auch so dumm, Getty. Die machen für einen deutschen Film machen die den Titel anders, machen einen anderen englischen Titel. Ja. Das ist so dumm. Warum? Keine Ahnung, weil die dumm sind. Ich meine, Anna, warum machst du das gerade? So. Ein Low-Budget-Film, der mal eine andere Seite der Zombie-Apokalypse zeigt. Ja, den habe ich, glaube ich, geguckt. Echt, ja? Mit super Bildern, super Soundtrack, einfach anders. Ja, ist, glaube ich, wo immer nur das Land ziehen. Der eine hört die ganze Zeit Musik, glaube ich, wenn das der ist. Und er endet halt damit, dass
Spoiler das kurz. Ja, ich spoiler das, sorry, ich auf. Ja. Naja, aber was ist an dem so anders? Sieht man kaum Zombie-Angriffe. Ja, oder? Es ist halt irgendwie total auf dieses alles tot und lonely shit halt so. Ach so. Und dann endet halt irgendwie das. Ach so, man sieht's nicht oder was? Weiß auch ich nicht. Also, okay. Was sagen wollte ich heute schon, ich glaube, wir haben den sogar mal angefangen zusammen, Pontypool. Das soll ja auch so ein ganz anderer Zombie-Film sein. Die Prämisse klingt total dumm, aber alle feiern dann übelst ab. Die Leute werden nicht infiziert durch Bisse, sondern über Worte. Ja? Über die Sprache werden die Leute infiziert. Also wie Fluch. Oder ja, sowas. Irgendwie sowas. Das klingt eigentlich total dumm, aber alle Leute feiern den Film, wie toll der ist. Und irgendwie die Hälfte von dem Film spielt nur an einer Radiostation, wie der Typ halt die Sachen kommentiert und so. Aber keine Ahnung. Wir haben die, glaube ich, zusammen angeguckt und sind eingeschlafen oder so. Klingt spannend. Ja, okay. Prinzess, wir sind fast durch. Princess Kuran, keine Ahnung. Die Leute, die ihr anruft, sind solche Schnellchecker. Das ist echt spannend. Die eine versteht man kaum und Oscar, naja, ne? Ich wette, ich wäre nicht so, obwohl, wer weiß. Meine Nummer bekommt ihr allerdings nicht so öffentlich. Wenn die vielleicht ist sie das hier, vielleicht ist es Franziska. Also sie hat ja die Nummer dann als Privatnachricht geschrieben. Vielleicht ist das ihr Kommentar. Meine Nummer bekommt ihr nicht, allerdings nicht so öffentlich, wenn ihr anrufen würdet. Ich würde mich riesig freuen. Macht weiter so, Jungs. Bleibt steif. Ich freue mich schon auf die kommenden Videos. Bleibt mal schön steif, Jungs. Ja, gut. Du nicht. Muss ein Titelbild schicken. Warum riechen 14 der Dusche immer doppelt so übel? Fragt Wayne, sag ich. Das ist die warme Luft. Die ist ja bei vielen, ich meine, Biotonne in der Hitze, die riecht auch viel extremer. Das verhält sich ganz anders. Da kommt Forze. Thema Forze. Ich überlege gerade, ob ich die Dusche Forze. Das müsste lange nicht mehr passiert sein. In der Badewanne, ich Forze permanent, deswegen. Ich bin nicht gut aus. Nee, du hast jemanden, der permanent Forze. Ich habe übrigens nochmal geschossen. Sehr gut. Zweimal noch. Ja. Kann ich schon sagen, Sören. Das ist anderthalb Kilo. Robby, die Fans sehen mich gar nicht. Wisst ihr schon mal, Rico? Das war absolut objektiv. Ich kannte MCM davor gar nicht. Der hat gesagt, objektiv ist es doof. Was der MCM sagt, 1 Euro weniger. Nein, Euro weniger. Ja, hol ich gleich. So. Ja, danke schön. Gerne. Oh, danke dafür. Achso. Ja, schon lange. Hi Skylarstar sagt, fragt, wart ihr wählen? Und dann kommt nur noch ein Kommentar von Phantom Zero, dann sind wir durch. Warum sagen immer alle so, Jungs? Weiß ich nicht. So, Jungs, kann ich die Teller schon mal mitnehmen? Dann guckt es doch mal an. Genau. So, ich will mal kurz den Euro, warte. Du darfst nicht bestimmen, ob das ich auf jeden Fall wählen, ja. Ich kann. Unsere Oma, ja, wählen, das ist ganz wichtig. Wir hatten ja Stadtratwahl und Europawahl gleichzeitig und man konnte unsere Oma in den Stadtrat wählen. Und keiner hat es getan. Und, ja, hallo. Und wenn schön, dann sogar noch Bürgermeister gewählt. Ich habe nur meine Oma gewählt. Mit allen 500 Stimmen, die ich habe, habe ich fünf ganz viele Kreuze. Je berühmter man ist, desto mehr Stimmen hatten nämlich. Ja. So, ich habe meine Oma gewählt. Bei der einen Partei, die ganz christlich ist. Ist die nämlich. Der ist auch Christen. Schwul. Ja, Alter, heißt überhaupt nicht. Wer? Weiß ich nicht. So, ja, wählen ist schön und wichtig und Europa ist ganz toll. So, Phantom Zero, würdet ihr eure Scheiße nach was? Würdet ihr eure Scheiße auch an Orte wie einer Kirche durchziehen? Ach, jetzt verstehe ich. Ah, gibt's doch schon Videos. Ich dachte auch wieder, es gibt jetzt ein Thema für mich. Ja, ich dachte, es geht echt um Scheiße. Würdet ihr eure Scheiße an Kirchen durchziehen? Hast du schon mal neben eine Kirche gekackt? Es gab doch schon mal eins, ja. Vor einer Kirche. Ja. Ach so, ja, das war ein ganz kleiner Clip in dem. Ja, ein kleiner Clip. In dem, mit dem Anzug hier, Metal Black, wo ich die Aktentasche reingelegt habe. Aber das war dumm. Das ist also das. Ah, nee, aber es kam nicht mal. Du meinst jetzt auch nicht Your Time Has Come, das war Altenheim. Nee, wo Kalle, glaube ich, in der Kirche war. Ich weiß auch nicht mehr, wo das war, oder ob das mal ein Video rauskam, aber es gab es mal ein Video, weiß ich. War Kalle in der Kirche und die nur, ja, hau ab oder so. Ach, da oben, da war der oben und ich bin die Pastorin. Das war ich ja. Ach nee, das war Kistin. Oder du, ja, in dieser Kirche. Die Küsterin. Ja, das war ich. Das war in diesem Men in Black Video, wo ich halt mit dem schwarzen Anzug in der Uhrversion. Ja, die Küsterin war es. Ja, stimmt, genau. Sie wollen mich küssen. Es war halt nur so ein kleiner Clip zwischen. Oder nicht und sogar sagen, huiuiui, das kann ich mit meinem Wissen nicht vereinbaren. Also ich habe da keinen Bezug zu, man sollte da vielleicht ein bisschen Respekt vor haben. Ja, wenn Leute da ihre Ruhe haben wollen. Ansonsten ist das halt ein Gebäude wie jedes andere für mich, sorry. So. Ja. Sorry, ist so also, ich, nee, ich verstehe das ja. Also für mich, ja. Ich verstehe das ja, dass das für andere was Besonderes ist. Aber für mich ist das Gebäude wie jedes andere. Ich finde, jetzt Leute sind, die ihre Ruhe haben wollen, dann ist klar, dass du da keinen Terror machst. So ist es. Aber ne, Gebäude, ne? Klar. Alle spielen mit meinem Euro, weil ihr alle arm seid. Ja, wir können uns keinen Euro leisten. Kaufen wir einen Raum.
Ja, ich kaufe jetzt einen Euro. So, nächste Leute. Frage. Gibt's keine mehr. Nee, ist durch. Krieg ich dann meinen DS wieder? Anna kriegt ihren DS wieder. Die spielt ja gerade Pokémon Weiße Edition. Dann machen wir jetzt schnell die drei englischen Fragen und Anna kann DS zocken. Drei englische Fragen? Ich glaube, es sind nur drei. Ich habe die rot markiert. Ich habe jetzt nur drei rote Sachen gesehen. Jo, Leute, war sehr schön mit euch. War ein ganz gechilltes Feedback hier mal wieder und so. Schulgeschichten Nummer 2 lade ich hoch. Eigentlich schon. Ja, ich fange aber unten an. Ich hätte gern mehr über die Wii U geredet, also ihr könnt mich das gerne nochmal ausführlicher fragen. Ja, mach das dann mal im privaten Rahmen. Frag ihn einfach auf der Gamescom vor Ort. Nee, frag mich auch ruhig mal ein Feedback. Wir sind übrigens Samstag. Sie ärgern, fragt im Feedback. Wir sind übrigens Samstag und Sonntag auf der Gamescom. Freitag sind wir in Köln, wahrscheinlich ab morgens, mittags rum. Und Samstag, Sonntag sind wir dann auf der Gamescom ganz täglich. Da wir auch nicht auf den hässlichen Video Day gehen, sind wir dann da und das ist ganz schön. Ich kann jetzt auch gleich ein Let's Play starten. Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Deine Schwester spricht so nicht. Ja, aber so reden Let's Player die meisten. Ja. Okay, bei Play muss man das Mikrofon. Tschüss. Tschüss. Hey. Hi. What's up, guys? What's up, guys? Bane 3. Yeah. Hello, welcome to the English section of this video. I did my exam and I got 11 points. 11 points out of 15. That means it's a 2, which means be an American. Be, yes. System. Such a hard word. System. American system. Mark school system. Mark it's a B. You are always covering points. My face. Also English fans want to see my face. But Anna is now playing with the Game Boy, which means you can. It's not a Game Boy. It's a DS. It's a DS. You can now cover her if you want. Hello guys. Let's switch to proper. She's playing the Pokemon White Edition. I'm so professional. Bane 391 says, hey, I subscribed a couple of months. Ich hasse dieses months ago. Typical English. Yeah, and I've went through the majority of your videos, and they are awesome. Since there's not much English questions, I will ask one. That's not just one question, dude. How did you learn English? In school. Very, very good. Did you know? And by watching everything which is in English, also in Germany, like English songs or English poems or whatever, because it's a worldwide language. Yeah, and you learn it automatically. Automatically. Thank you. I learned a lot of from gaming. Yeah. Yes, of course. But maybe you were a bit too young to. Not young, because in our time, yes, because we are like 3-4 years older, there were more games that were not available in Germany, in Germany. You know, I'm collecting old consoles like the Super Nintendo or Atari system. Yes, in the Atari system there's no text, but how Super much Nintendo air does fit between my fingers? Do you have some glue between your fingers and you want to test it? Yes. All right. Yeah. Yes. All right. Yeah, so. Yes. What I wanted to say, I'm also playing old games like you played when you were child. Yeah, so we both had a pretty decent English teacher. Yeah. Mrs. Wickler. She was very good. But the problem was, her English lessons were pretty good, but the marks you got from her were not so satisfying. It was kind of hard to get a 1 or so. Yeah, an A plus was almost impossible. You learned a lot, but the marks were not bad. Yeah, and then I had to revisit the 11th grade, and then we had. I was with you. Yeah. My homeboy was with me. And yeah, then we had a pretty stupid teacher. She was incredibly kind, but she was not so good at English. Oh. As an English teacher? Yeah. That's a major problem. But she was a very nice and friendly person. So we got good marks, but we learned nothing. Yeah, basically. Yeah. So what's your favorite game series? Mine is the Hitman series. Yeah, I would say my all-time favorite series is Metal Gear Solid.
Yeah, and slightly behind it is GTA. So, I think what's from the video itself, I think GTA is the best. Yeah. From the kind of the whole thing. Yeah, for me it's always the best game is always GTA for me, but Metal Gear Solid is like the best game combined with the best movie for me, and that's why it's always hard to say. But from the game perspective, GTA is better because you have more options. My favorite series is Legend of Zelda. What do you have between your fingers? There's an awesome song by the White Stripes, The Air Near My Fingers. Ah. Yeah. So. Yeah, Legend of Zelda, and what's the new one was announced maybe 4 days ago. No one cares. And it doesn't look like I wanted it will look. It's it has saturating, but all of you who are interested in Zelda already knew, I think. And yes. I think cell shading is kind of okay, but I really expected a hyper-realistic Zelda. I got cell shading in Skyward Sword, I got cell shading in the DS... shut up, motherfucker! Yeah? I'm just messing with you. Messing with you. Yeah. Mm-hmm. Cell shading is nice. I don't like it. Okay. Point. What was your favorite video to film? I think your favorite video to film. We said in no. In what ask. Doesn't kill you makes you stronger. Yeah, yeah, yeah. What we, does we answered kill you? The question in Ask. Ah, yeah, we when did. We, in did Ask we episode it? 3, yeah, absolutely. Where we are climbing over the. The question was what's our favorite video, not was what is our most favorite video to film. You know. Mine was things you should never do with rockets. Okay. It was so funny. But GTA 5 was awesome too because yes. It was so much to do. Yes. So, yeah. So much different things. Like driving a tractor. No, a Gabelstapler. A forklift. A forklift. How did you guys, from your channel, how did you all meet and decide to make videos? We didn't really meet. Guy. We know each other from school. He is my cousin. We know each other from birth on, I think. Yes. From birth on. More. Yeah, I met Kalle in school in 7th grade, Daniel in 5th. And yeah, I met Anna when I was like a few months old. I hate this TH followed by another consonant. Yeah. That's such a lovely story. 1992, we met on Easter Sunday in the restaurant of our grandma, but our grandma is not her grandma. That's a bit confusing. And yeah, she's now available to vote for in Germany if you want her. Vote. Yeah, but only for not for Europe, but for City Wheel. Yes. Yeah, City Council. So, Slayer Man 210. I'm living in Ireland. The people here are fucking awesome. I was at a party recently. And I was on a balcony in brackets, fully sober, went across the road from a woman waiting at a bus stop, hears the music playing and starts fist pumping across the road, looking at me. Then eventually I ended up dancing with her from the balcony while everyone in the street was watching. Oh, that's quite embarrassing. That was an answer to another comment. That's why it was like off topic. I live in Ireland. People here are amazing. The first comment was by Maxstone 2210. Fuck! My question was supposed to be if you could met one person, no matter if dead or alive, who would it be? Hitler. Yeah. No, that's the first thought for everybody, I think. Hitler, no. Maybe? But then... Hitler cannot be. I would love to meet Jackie Chan. And 4 minutes?
fuck, Alter. Schon wieder, krass, da waren schon wieder 48 Minuten. Seht ihr den English Speak? Jackie Chan, yeah. That's my word. I say Zooey Deschanel just to annoy Anna with it. But she doesn't give a shit. Just look at her. Well, I prefer Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, The Rock. But you? I have no idea. You don't want to meet anybody? Whom? Yes, everybody. Not even... But not somebody. Yes. Shigeru Miyamoto. No, yes. He's such a Nintendo fanboy. Okay, so we have yes. We have 4 minutes left. I have to scroll. Scroll faster. Did you see the digital event? It was so cool. Yeah, the with Iwata and Reggie fighting against each other. Chuck Finlay, have you done some pranks? Have you done some pranks that were not Robin's idea? What are they? Ugh. Good question. I think I also added some ideas, but I don't remember which. Well, at the beginning, a lot of ideas came from co-op. We've done a lot of thinking in school, I think. Yes. A lot of shit. Hey, do something like, what doesn't kill you makes you stronger. Shit. The worst ideas are always the best. Yeah. And spontaneous ideas. Yeah. But, yeah. LBS is skin fail. I'm not sure what happened there. I definitely didn't delete my comment, though. But thanks for answering my stupid questions in the end. The SpongeBob GTA 5 and the Ask series are my favorite from you guys. Love the originality. Keep it going. SpongeBob GTA 5 and Ask. You've got a good taste, my dear lady. And the best skin fail. That's her. Yeah. Freaky Towers is the last one. You guys make a lot of games in real life, shitty tutorial, annoying dancer videos. Which category do you guys consider your videos in? And you have guys consider doing something new and different from your current videos? I don't know the vocabulary consider. Category, I don't know. It's just entertainment. Could you help me, please? Was heißt consider? Na, in Betracht ziehen. Okay. Aber hat es gesagt? Zweimal. Okay. Naja, was würdest du halt... Mit, zu machen? Naja, was du halt denkst, erstmal in welcher Kategorie... Ach du Scheiße, eine Minute. I don't know! In welche Kategorie würde ich einordnen und Entertainment. Was, welches andere wir gerne machen würden. Just entertainment. And recently I thought about making real-life videos, but without pranks, like showing an assassin in everyday situation. Maybe that could be funny too. Yeah. But I don't have real ideas. Last comment. Last minute. Ben Howard, got any stories of getting revenge, and do you have any brilliant ideas to get revenge that is that you've done? Weird. What's your favorite and least favorite social medias? My favorite social media is YouTube, and my least favorite is I don't know, Facebook. Google Plus, yeah, Google Plus sucks. Don't do revenge. Revenge is not good. Yeah. To your first question. What's our favorite? Also, you could, if you wanted, do a Omegle chat roulette video with your fans, or should I? Fuck. Can them follow us? I think this comment is a little bit messed up, or I can't read it. Follow us, supports, because you hate the word fans. Yeah, I know what you're saying. See you next time, Mr. Hoffman. Omegle video. I thought about it. But I'm not into Omegle and Chatroulette. Do you have an account and we can like call you like on Skype, or how does it work? I don't know. I thought it's more like random guy, and yeah, that's it. Yeah, so sorry, it's a little bit rushy here at the end, but the camera is almost dead. No, the memory is full and we are talking and your turn. Goodbye. See you. Wii U is such a great console. It is.